Jessica, sehr verehrte Damen und Herren und Inklusivgeschlechter, herzlichen Glückwunsch, dass Sie den Weg ins BKA-Theater gefunden haben. Auch schön angemalte Menschen sind da. Es ist die letzte Ausgabe von Paillette noch schlimmer in diesem Jahr. In diesem Jahr, ja, ja, ja. Es ja. ist nämlich kurz vorm Jahreswechsel und ja. davor ist nochmal Weihnachten. Und weil ja Weihnachten ein sehr festlicher Anlass ist auch, deswegen sehen Sie alle so schön aus. Ja, geht so, aber gucken wir nochmal, ja. Ja komm, die sind sehr festlich da drüben. Also mir wurde schon sehr festlich. Aus, mir wurde schon gesagt, da hinten sind so geile Fickschweine. Wo sind die? Wo denn? Ja, irgendwo sind geile Fickschweine. Nee, warte mal, du darfst nicht ficken sagen. Oh, Geschlechtsverkehrsschwein. Bumsschwein. Vögel, Schwein. Ja, okay. Wer ist denn das? Weiß ich nicht Wer genau. sind die Fickschweine? Wahrscheinlich die da. Seid ihr geile Fickschweine? Ja. Zeig mal deinen Bauch. Du hast so bestimmt einen schönen Bauch. Komm, zeig mal her, komm. Wie heißt du denn? Komm mal hin. Marian, komm. Komm mal. Ach so, aber schön mit Abstand. Gleich? Sag mal, lass mir mal deinen Namen. Oh. Komm, komm. Na, da kann man schon mal den Bauch zeigen. Marian, komm mal her, komm. Die anderen wollen das aussehen, dreh dich mal rum, zeig mal den Bauch, komm. So. Wir begrüßen Sie ganz herzlich dieser besonders festlichen Weihnachtsausgabe von Paillette noch schlimmer. Meinst du, es wird festlich heute, ja? Ich habe bei dem Plan natürlich geschrieben, wie immer, weil die Alte ja sehr faul ist. Und ich habe den Plan vollgestopft mit Festlichkeiten Deluxe. Erstmal wollen wir auch unsere ZuschauerInnen im Livestream begrüßen. Ja, Sven, wo ist denn unsere Kamera eigentlich, Sven? Da, wo sie immer ist. Da? Das ist mein Hallo. Willkommen bei dringeblieben.de hier im Livestream. Ihr habt auch Geld dafür bezahlt, uns heute live zu sehen im Internet, in eurem Internet. Vielen Dank dafür. Lohnt sich wahrscheinlich nicht, aber wir tun uns. Doch, das wird schon ganz süß heute, oder? Wir haben ja ganz viele schöne Dinge vorbereitet hier und wir haben Publikum, wer weiß, wie lange noch. Weil heute ist MinisterpräsidentInnenkonferenz und wahrscheinlich kommt sowieso der nächste Lockdown. Wir werden mal gucken, wie es weitergeht. Ich finde, es ist der perfekte Anlass, dass Sie heute noch mal richtig schön die Bar leer saufen sollten, weil nämlich die nächsten 8 bis 12 Wochen müssen Sie wahrscheinlich zu Hause bleiben und Ihren eigenen Scheiß trinken. Und wenn Sie mal hochwertig eine Limo oder einen Schnaps von jemand anderem eingegossen bekommen, sollten Sie zugreifen. Da ist ein Transvestit, guck mal. Zwei Trans. Das ist eine Frau. Hallo, hallo, sehr schön. Ich freue mich über Transvestiten im Publikum. Du, Jessica. Ja, was denn? Das ist ja auch heute zum Glück endlich mal wieder mit Livestream. Das heißt, ich kann natürlich meine heiß vertickten Grüße nach draußen werfen. Und ich grüße von Herzen meine Schwester Glitter Blinker, wie sonst auch immer, Nebsgatte der Berzer. Ja. Das Guten Morgen. Wunderbar, nicht? Wunderbar, liebe Weinhaus. Wie verbringst du deinen Weihnachten? Was machst du? Ach Gott, ich glaube, ich werde wahnsinnig viel trinken müssen. Das dann werde ich mich am nächsten Tag morgens ärgern, weil es mir schlecht geht, dann mache ich mir den nächsten Brit auf. So wie du. Wie, aber du gehst nicht zu deinen Eltern nach Doch, Franken? Mit denen trinke ich am allermeisten. Weil die sind ja auch Alkoholikerinnen, ne? Ja, die sind Transvestiteneltern, genauso wie du, die müssen saufen, sonst ertragen sie es ja nicht. Also ich ertrage ja meine Eltern auch sehr, sehr schlecht ohne Saufen, muss man auch mal so sagen. Siehst du, deswegen trinke ich immer, wenn wir am gleichen Tisch sind, zum Beispiel. Genau. Familie ist halt nur besoffen erträglich, genau. Kann man mal so zusammenfassen. An der Technik, Julia und Svenny! Ach so. Tamperin, ne? Warte mal, jetzt. Jetzt. Hören Sie das? Hört man das? Gut. So, Jessica. Ja? Wir haben ja an sich auch keine Zeit. Ne? Wie keine Zeit? Ja, der Lockdown naht. Wir müssen uns beeilen, bevor der Lockdown losgeht, müssen wir fertig sein mit der Show. Ach so. Ja. Mit der Show? Ja. Ach, wir machen heute Show, ne? Ja. Ja. Und ich sag euch, so geht es wirklich den ganzen Tag. Mit sowas muss ich arbeiten. Warte mal, ich hab aber hier sowas. Warte mal. Warte mal. Oder das hier. Uwe. Uwe. Oh, die nervt. Kannst du die rauswerfen? Ich würde gerne die Show allein. Ja,
Ja, und wie die riecht. Oh, nee. Und wie die untenrum aussieht. Ja, ich erzähl's dir später. Und jetzt mach untenrum, ganz ehrlich. Also rasierst du deinen Schambereich? Nee, weil ich kriege immer irrsinnig viele Rasierpickel überall am Körper. Deswegen habe ich mich auch irgendwann dazu entschlossen, die Travestie nur noch mit Schamhaaren im Gesicht zu erleben. Und so ist es untenrum auch. Und wenn ich, also ich weiß nicht, wie empfindlich ihre Häute sind, aber ich benutze für untenrum gern sanfte Enthaarungscreme, das Beste, was es gibt. Sanfte Enthaarungscreme, ja. Was ist das genau? Ich glaube, da ist Schwefel drin, so riecht es zumindest. Es löst Hornzellen. Deswegen, wenn das Haar dann praktisch oberhalb des Haarausgangsloches abgetragen wird. Haarausgangsloch. Das ist lateinisch, der richtige Ausdruck. Und dann wird es einfach ganz weich durch dieses Chemiezeug und ist dann im Gegensatz zu einer Rasur, weil bei der Rasur wird es ja so abgesäbelt, dann kommt es so ganz spießig und scharfkantig raus und dann sticht man sich an den eigenen Schamhaaren. Bei mir ist es Vergangenheit, es ist weich wie ein Katzenauge. Also das bedeutet, du machst immer Enthaarungscreme im Schambereich, ja? Weil ich rasiere mir meinen Schwanz ja unter der Dusche. Zum Glück. Ja? Stell dir mal vor, du würdest es in der U-Bahn machen. Wäre aber auch mal geil eigentlich, oder? Nee, dann bist du wahrscheinlich auch ruckzuck im Knast, meine Liebe. Und ob da rasierte Eier ankommen, freue ich mich. Das weiß man nicht genau. Da sind ja ganz viele Klemmschwestern auch im Knast, ne? Ja, und soll ich, darf ich Arschficker sagen im Stream? Svenny? Ja? Wir dürfen heute alles sagen. Man sagt ja immer, dass Knastis so richtig Ärsche ficken, ne? So Unterdrückungsficken, die würden dich wahrscheinlich in der Mitte durchbumsen. Wollen wir mal in die Ausgabe gucken? Ja, wir gucken in die Ausgabe. Was passiert heute? Willst du gucken oder soll ich gucken? Nein, wir gucken beide zusammen. Ja? Du fängst an. Wir haben natürlich diese Ausgabe für Sie hier im Saal und auch für Sie da draußen vollgepackt mit dem Besten, was es in der Vorweihnachtszeit gibt, nämlich Apart Deluxe, Scheiße Deluxe, Stars. Und dann haben wir natürlich zwei absolute Glanzpunkte in dieser Ausgabe, nämlich erstens unsere Live-Skype-Schalte vor Ort mit der fantastischen Idel Beider. Oh. Die muss aber noch da hinten bleiben, wir holen die später. Und dann kommen wir natürlich auch zu meiner Lieblingsrubrik Kochen und Lifestyle. Und es wird sehr schwänzig heute bei Kochen Lifestyle. Aber was genau passiert, das werden Sie später sehen. Es geht natürlich wieder um Penisse, weil wir lieben ja Penisse, weil wir sind ja schwule. Wir sind inkludierend, deswegen haben wir das Ganze auch noch für Vagine vorbereitet. Aber wir haben aber einen Schwanz auf der Bühne. Mal gucken, wer sich bereit erklärt aus dem Publikum. Ach so, also das wissen wir noch gar nicht. Nee. Stimmt, wir wissen das noch gar nicht. Das haben wir vorher gar nicht festgelegt, wer auf die Bühne kommt. Ich habe mich gerade um Kopf und Kragen geredet. Ja. Das ist eine große Überraschung. Ja, sehr. Also gleich eine große Überraschung. Sehr gerne. Okay, Weinhaus. Ich habe wirklich wahnsinnigen Durst. Ich muss jetzt echt mal was trinken. Einen Durst. Nee. Ach so. Wir haben ein neues Mikrofon. Oh. Ein neues Mikrofon und zwar das Getränkebestellmikrofon. Ist auch mit der Bar verbunden, wie Sie das sehen können. Das ist WLAN. Viel Erfolg, meine Lieben. Das ist Bluetooth. Ist Bluetooth. So, warte mal. Sven, du musst jetzt mit mir zusammenarbeiten. Warte mal. Eine Durchsage. Toll! Sehr schön, gefällt mir gut. Eine Durchsage an das Tresenpersonal. Wir hätten gerne eine Flasche Sekt für die zwei Transvestiten auf der Bühne. Weinhaus? Nein? Ich möchte ein alkoholfreies Bier, bitte. Wo war denn jetzt mein Hals, wenn ich... ich bräuchte dringend ein alkoholfreies Bier und ein sehr, sehr schönes Kristallglas dazu. Und Eiswürfel, nicht? Jurassic heißt doch mal so Zimmerwarn. Ja, Weinhaus, du brauchst wieder unbedingt eine Extrawurst. Ich habe den Hall in der Stimme und du hast Haare. Ja, gut. Also dann bitte ein ja. Was meinst du, die haben das jetzt geschnackt? Bar, habt ihr das mitgekriegt? Ja! Haben sie mitbekommen, wunderbar. Ach, Weinhaus, toll. Wir haben uns ja vorgenommen, diesen heutigen Abend besonders festlich und unbeschwert zu gestalten. Ja. Und die größte Beschwerung aktuell ist ja immer noch Conora, ne? Man kann ja weder Corinna. Masken oder so. Ja? Man kann ja weder Maskenpflicht noch Lockdown noch Corona noch Covid noch BioNTech oder Omikron. Ich kann das ja alles nicht mehr hören. Ja. Ja. Wahrscheinlich auch nicht. Deswegen haben wir uns gedacht, wir versuchen heute nach Gutdünken so möglichst wenig wie möglich das Thema Gonorra anzuschneiden. Und sollte es aber dazu kommen, hat sich die Technik dazu bereit erklärt, dieses Geräusch zu machen. Nämlich, das ist der Guck mal, Benno ist auch da, trinkt ein Bier.
dieses Geräusch zu machen, nämlich den Buzzer. Und wir zählen dann, wer von uns beiden am meisten Corinna Connora Covid. Wie kommst du eigentlich auf Connora? Was ist da? Warum Connora? Weil ich gestört bin. Also auf jeden Fall, wer von uns während der Show am meisten in die Scheiße haut, greift und Connora sagt, die muss dann am Ende der Show was Blödes machen. Na, und ich, das Kleid abgeben. Nee. Das Kleid abgeben. Kannst du vergessen. Das ist von C&A 90 Euro. Natürlich. Charme und Anmut. Ja. Und Genuss. Also wie gesagt, wir zählen, wer am meisten in die Kacke greift und am Ende muss sich dann eine von uns ausziehen. Die Verliererin, Corona. Oder? Okay, habe ich schon mal einen Punkt. Ich möchte mich heute gerne ausziehen, Sven. Also ich habe Lust. Dann sag doch jetzt einfach 10-mal. Corona. Ja, gut. Dann zieh ich doch jetzt gleich aus, dann haben wir es hinter uns. Nee, also das möchte jetzt auch keiner sehen. Ein Applaus für den wunderbaren... Nee, ist das Jan? Nee. Nee, ist gar nicht, das ist Matthias. Und, bleib mal kurz stehen, Matthias ist der Mann mit den schönsten Ohren im BKA. Ich muss die immer mal anfassen. Der hat so schöne Ohren, oder? Guck mal, wie schön diese Ohren sind. Und der ist auch echt gut im Bett. Ja? Und der hat einen Penis, ich sag euch, oh Gott, da kommt der... Ja, eine Scheide wird er ja wohl nicht haben, meine Liebe. Das weiß man nicht. Ach, du hast noch nicht nachgeguckt? Ja, dann aber flott. Ja, ich geh gleich mal nach hinten, ne? Hörst du bitte. So, erst mal Henkel trocken. Bist du Eiswürfelin? Sehr gerne. Eistrapez? Wir haben halt diese scheiß Pflanze auf dem Tisch stehen. Das ist die Studiopflanze Saskia. Ja, aber das ist die Saskia, die ist ganz schön gewachsen jetzt. Ja, die habe ich dir zum Muttertag geschenkt und weißt du, was du damit gemacht hast? Du hast sie ins Büro gestellt. Da hinten bei der Intendanz. Ja, weil ich finde ja Pflanzen scheiße. Also ich finde ja Pflanzen wahnsinnig beschissen und die sterben bei mir immer. Und ehe sie bei mir sterben... Ist halt so eine liebevolle. Nicht mit Pflanzen. Ich habe ja auch eine leichte Pflanzenphobie tatsächlich. Das weißt du ja. Du hast eine Pflanzenunverträglichkeit, meine Lieben. Pflanzen, also wenn ich bei dir in der Wohnung bin, mein Schatz. Das ist Kotzen. Weil die Weinhaus, die hat ja in ihrer Wohnung... Ich habe so einen Durst, warte mal. Die Weinhaus hat in ihrer Wohnung von den Decken so Töpfe hängen. Und dann ranken sich da so Efeututen runter oder irgendwie sowas Ekelhaftes. Und dann sitze ich bei der am Rechner, weil wir irgendwas planen. Und dann spüre ich im Nacken diese Pflanzen. Und ich habe meine Zimmerpflanzen abgerichtet. Die sind eigentlich wie Dobermännerinnen, die fallen Transvestiten an. Natürlich. Ja, also ich habe da wirklich Sorge mit den Pflanzen und die gehört dazu. Aber ich finde hier sieht sie ganz toll aus, die Pflanze. Die ist auch auf Tollwut. Na, die ist sehr bissig gerade. Siehst du ja. So, also das bedeutet, wenn wir Connora sagen, dann gibt es eine Rassel hier vorne bei uns. Ach, das machen wir gar nicht mehr. Ich lege mich jetzt mal kurz auf den Boden, um zu zeigen, wie doof ich dich finde. Warte mal, ich Wir haben mit. Vorhin extra noch mal alles durchgesprochen, dass wir nicht rasseln, sondern dass wir buzzern. Und was hat sie... Oh Gott, ist die schwer. Oh, steh auf, ich muss kotzen. Wir machen das nicht, ne? Ich habe es gerade falsch gesagt. Nee, Svenny buzzert. Und du hast ja eh schon verloren. Warte mal. Weinhaus, du bist steif wie ein Brett. Du musst ein bisschen... Weinhaus, bitte, komm. Auch, ne? Oh, es ist scheiße hier. So, anyway, jetzt mal Schluss mit Klamauk. Wir haben natürlich auch schon wieder total überhaupt nicht den Einblender Apart Deluxe gemacht, ne? Ach so, Svenny, komm. Toll, oder? Also Apart Deluxe ist das Ganze, was wir gerade erklärt haben. Es wird gebuzzert, wenn die sich daneben benimmt. Und dann zieht sie sich später aus. Kann man so zusammenfassen, ja. Freue ich mich jetzt schon sehr stark drauf, meine Liebe. Ich nicht, aber das macht ja auch nichts. Wir sind ja nicht wegen mir, sondern der Gäste wegen da. Ja. Und ich bin jetzt auch gleich tatsächlich sehr überrascht, wenn ich den Ablaufplan richtig... Ich habe eine Überraschung für dich mitgebracht. Ich habe wirklich eine Überraschung für dich mitgebracht, Weinhaus. Und zwar, pass auf, weil ich habe diese Show, du bereitest ja ganz, ganz viel vor. Was machst du denn da? Ich sag Hallo. Zu wem denn? Zu den Lederelsen. Ach, die geilen Lederelsen. Fabian Dominik, das sind die immer da sind. Ein Applaus für Fabian und Dominik, die sind immer da. So, ich habe gedacht, so zu Weihnachten, zu Connora auch. Sven. Buzzer. Danke. Machst du einen Strich auf der Liste jetzt auch bitte?
Müsste der 15. Also Sven, sein mittlerweile, nicht? Das muss besser werden, ganz ehrlich, ja. Oder Julitschka, kannst du das vielleicht überwachen mit heterosexuellen Männern? Klappt das offensichtlich nicht so gut. Aber der ist ja nackt, der Sven. Ah, ja, genau. Ja. Sven ist, und der Penis ist ausgerollt bis in den Orchestergraben. Sie sehen das ja, eine sehr lange Vorhaut. Und ich habe neulich ein neues Detail gelernt über Svens Penis. Und zwar, Prinz Albert? Nein, Sven, tut mir leid. Ich muss es erzählen. Und zwar, es gibt jetzt eine neue Legende über Svens Penis. Ja? Und zwar, weil der... Oh Gott, ich kann es nicht erzählen. Soll ich erzählen? Feigwarzen. Nein. Der vorsaftet halt die ganze Zeit. Und das bedeutet, dass halt das Ende des Penises muss immer am großen Wischeimer landen, weil der halt während der Show so viel Vorsaft absondert. Damit niemand ausrutscht. Das muss in der Pause dann auch ausgeleert werden. Ja. Ich glaube, damit ist es besiegelt, dass ich die Show in Zukunft allein mache, oder? Ich glaube, du kannst deine Sachen packen und gehen. Ich gehe jetzt einfach. So, nee, pass auf, Einlass. Und zwar, Apart Deluxe ist vorbei. Nee, gleich vorbei. Pass auf, ich habe dir ein Video mitgebracht. Wir waren ja zusammen in Hamburg. Ja. Das war Anfang September. Und wir waren zusammen in Hamburg, weil wir da auf der Ripperbahn was drehen wollten, so ein bisschen was für meinen YouTube-Kanal. Und wir haben viel Spaß gehabt. Und wir hatten aber auch wahnsinnig viel Freude zusammen im Hotelzimmer. Weil wenn wir beide zusammen sind, Mutter und Tochter, dann ist das so... Bam. Und, apokalyptisch. Ja, und wir hatten einen schönen Abend miteinander, nachdem wir diesen Drogendealer... Die Drogen hat ja... Nee, das erzähle ich dir danach. Und aber du hast Ratschlag gemacht im Hotelflur. Und das habe ich neulich wiedergefunden. Nein. Und ich möchte das unheimlich gerne zeigen, Sven. Nein. Mats ab. Video 03, Überraschung. Einspielerüberraschung.mov. Was? Läuft nicht. Wie, warum? Das läuft nicht. Du bist ruhig, ja? Wie, das läuft nicht. Was? Warum denn nicht? Soll ich einfach gerade auf der Bühne machen? Ja, okay. Oh, Scheiße. So. Oh, geht das? Oh! Soll ich auch? Nee. Warte doch, mal. Komm, mach mal, komm. Pass auf, die Scheide verrutscht schnell. Das sieht jetzt schon wirklich sehr hochwertig aus. Oh, Moment. Ich würde euch gerne mein heutiges aktuelles Jurassic Parker Lieblingsdetail zeigen. Und zwar ist es der pink-weiße Herrenunterschlüpfer unterm Damenschlüpfer. Dreh dich mal rum, bitte. Ich finde es von hinten, also, ne? Ist ganz süß, oder? Das ist Salonqualität, meine Damen und Herren. Das ist Salonqualität. Ja, bestes Produkt. So, weil, Svenny, warum geht das nicht? Ja, du hast es kaputt gemacht. Ja, sprich mit mir. Ist nicht da. Bin ich sauer auch wieder, ja? Komm, sag. Ja, aber die anderen Videos gehen ja auch. Uwe, die ist raus, oder? Warte mal, ich muss auch 1-1-0. Ja. Ach Gott, da kannst du ja... Uwe, die Scheiße. Ich habe mich gerade dazu gestellt, zugeschaltet. Das geht gar nicht. Sag mal, weißt du... Vorsaft hin oder her. Aber die muss ja auch ihren Job machen, die Technikerin da hinten, ja? Ich muss jetzt vor Schock erstmal trocken rauchen. Musst du trocken rauchen. Ja. Gut. Ja, du nervst. Vielen Dank. Okay, gut. Weinhaus, ich muss erst meine Schuhe wieder anziehen. Hast du Feuer? Ja. Noch 3 Minuten und dann geht das. Und dann ist Pause oder was? Ich muss eh aufs Klo. Gut, wir überbrücken kurz die Zeit. Trocken rauchen.
Hast du so ein Ticken vielleicht oder dieses Zirpen oder so ein Tumbleweed, das durchrollst, Venny? Wir könnten mit Scheiße... Nein, nein. Ach, das geht ja auch nicht. Nein, wir werden jetzt das einfach auskosten, okay. Sven, dass du das einfach nicht geschafft hast. Oh! Ich finde schon. Na, du bist so fein, schön. Ah ja. Ich stelle lieber die Karte ein, nicht dass wir rausgehen und dann ist. To the rhythm. Warte mal, to the rhythm. Du musst hier irgendwo liegen. Und dann beim Hände drunter. Hände. Du machst in die Brust. Aber warte mal. Ach, soll ich jetzt mitkommen? Aber ich hab eine Bockfigur, oder? Ja, ja, das stimmt. Okay, das ist die Karte. Warte, ich will von der Seite. Ich hab den Fahrstuhl bekommen, den Fahrstuhl. Okay. Zeig der Pfeil. Ich meine, wir lagen hier gestern auf dem Boden. Ja. Von der Seite, warte. Jetzt. Ich bin Mila Superstar. Alles, was da Leute sind. Na gut? Ja, nee, ja. Wir gucken gleich. Hier nochmal? Ja. Das sind Leute. Dann komm jetzt, rat. Da bist du halt, da bist du gegen so eine Tür gebumst. Auf Band auch. Und ich denke mir so, Weinhaus, warum machen wir sowas? Weil wir es können. Weil wir es können, aber es ist schon peinlich auch, ne? Hast du jetzt endlich mal Feuer? Hat von euch jemand Feuer? Seid doch bestimmt. Ja, soll ich einen Filter rauchen oder was? Filter, Zigarettenanzünder. Wo ist denn meine Zigarette? Mein Feuerzeug ist weg. Oh. Danke. Hey. Oh, sieht die toll aus? Applaus fürs Outfit. Weinhaus. Na ja, komm, da geht mehr, oder? Weinhaus. Danke. Hamburg war toll. War super. Bester Ausflug dieses Jahr. Ja. Der einzige, aber. Und wir haben ja auch, ja, gut, das war zwischen Conora und Corinna, waren wir dann in Hamburg. Und wir waren in so einem Hotel, das haben wir bei Secret Escapes gebucht. Fünf Sterne Deluxe war es jetzt. Es war nur 4,5 Sterne und es war auch scheiße. Ja, nee, war aber ganz schön. Wir hatten zum Beispiel so eine Dusche, die war, naja, ist auch. Aus Glas mit Fliesen und Wasser. Das war hochwertig, ja. Und dann haben wir doch entdeckt, dass gegenüber von uns wurden Drogendealer hochgenommen. Darf ich den Prolog erzählen? Ja, gerne. Also wir haben natürlich heimlich zum Fenster rausgeraucht und uns wahnsinnig daneben benommen. Und das Gebäude war so U-förmig. Ich rauche ja immer in Hotelzimmern, weil mir ist das scheißegal. Ja. Das heißt, wir konnten praktisch mit Blick aus unserem Fenster hinaus in sehr viele andere Fenster innen des gesamten Gebäudekomplexes rein, drinnen rausgucken. Man, die hat Feuer. Und so schräg unter uns, da waren so Typen, die waren auch so ein bisschen sexy, ne? Und die haben halt auf dem Nachttischchen geballert. So, die haben richtig schön hier hacken, ziehen, ne? Man hat das gesehen, dass sie geballert haben. Die haben geballert, ne? Wie, ja? Nix. Und wir so, ach, guck mal, da drüben geht richtig was rund. Also so, hey, Party. So. Und dann standen wir da so 10 Minuten, haben geraucht. Und auf einmal sahen wir so im Treppenhaus so, ich weiß nicht, 20 Bullen oder so. Die sind da hoch. Aber so, so SEK-Einsatzkräfte. So richtig, mit, ja? So ganz viel Outfit und so ganz vielen Dingen, irgendwie Fernrohren und Gewehren oder so, und sind da hochmarschiert und haben die einkassiert. Das war so aufregend. Also wenn Ihnen mal langweilig ist, versuchen Sie mal bei einer Razzia zuzugucken. Das ist richtig was wert. Und dann haben die, also das waren wirklich so mit so schusssicheren Westen und so. Und Gewehren. Und wir waren so begeistert davon, dass wir halt dann in Unterhose und Leibchen sind wir dann extra noch in Hotelflur gegangen, weil wir da besser gucken konnten. Dann haben wir uns dann so... Wir haben uns, ja, auf den Boden gelegt. Ja, hinter so einem Vorhang so.
Und dann haben die die hochgenommen und dann haben die wirklich so Drogenpakete ausgepackt, aufs Bett gepackt. Und die haben uns nichts vorbeigebracht. Und die haben aber vorher, haben wir gesehen, dass die Dealer noch die Pakete rausgeschmissen haben aus dem Fenster. So, jetzt pass auf. Wir wollten uns was dazu verdienen. Und dann sahen wir auf diesem Hoteldach, sahen wir so ein Paket liegen. Und die Weinhaus sagt dann so... Es ist der Ballerbeutel, habe ich gedacht. Ja, gehen wir mal runter und dann gucken wir mal, was da so drin ist. Dann habe ich halt, habe ich meine Kopfhörer reingemacht, habe dich angerufen. Ich hatte halt so einen Knopf am Ohr sozusagen. Ich fühlte mich wie James Bond. Und du warst im Zimmer und ich bin dann runter. Ich war Tom Cruise. Du warst... Nee. Mission Impossible. Nee, du warst M. Oder wie die heißt. M... Charlie, ich war Charlie's Angels. Du warst Charlie, genau. Alle und drei. Dann bin ich das Treppenhaus runter und habe mir gesagt, Weinhaus, ist die Luft rein? Sie sagt so, ja. Und dann bin ich aus dem Fenster rausgeklettert auf dieses Dach rauf, wo dieser Beutel lag. Dann war das gar kein Beutel, sondern es war die Abdeckslufthaube von dem Toiletten. Nee, das war der Speisesaal, das war einfach die Klimaanlage des Speisesaals. Oder die Fritteuse. War ein bisschen enttäuschend, weil wir wollten eigentlich noch ballern, hat dann halt nicht funktioniert. Aber gut, was soll man machen? Aber das war sehr aufregend, Weihnachten. Wir hatten halt im Anschluss noch ein Glas Milch, ne, ist ähnlich, auch weiß. Milch? Halt flüssig, ja. Also Milch, ich kann ja schon, wenn Leute Milch trinken. Aber du trinkst doch auch Kaffee mit Milch. Ja, aber es ist ja was anderes, ist ja Kaffee mit Milch. Das ist ja, also Leute, man sieht es ja ganz oft in so amerikanischen Fernsehserien, wenn die an den Kühlschrank gehen und dann aus so einer Milchpackung da so direkt draus trinken. Und ich finde halt dieses dickflüssige, weiße Eutersekret. Und ich wollte gerade sagen, wir müssen halt auch dran denken, dass das aus Bürsten kommt von Rindern. Und Untersuchungen zeigen ja, dass da ganz oft Eiter mit drin ist. Also, ja, ja, gut, falls von Ihnen jemand vegan unterwegs ist, herzlichen Glückwunsch. Ansonsten, der Rest trinkt regelmäßig Eiterbrustsekret, sehr verehrte Damen und Herren. Sehr schön gesagt, liebe Weinhaus. Ja. Ein Hoch auf den Veganismus. Ich möchte jetzt aber einfach auf die nächste Rubrik zu sprechen kommen. Oh ja, die ist super. Und zwar Svenny Scheiße Deluxe. Oh, toll. So. Fang mal an. Ich war unlängst zu Hause bei meinen Eltern und meine Eltern sind ja sehr süß, aber auch ein bisschen langweilig. Und weil die so langweilig sind, haben sie seit 30 Jahren... Die heißen Jahren Günther und Beate. Ja. Der Günther und die Beate. Und die haben seit 3000 Jahren, weil sie halt süß, aber langweilig sind, ihre Fernsehzeitschrift nie geändert. Es war schon immer die TV Huss, die TV Hören und Sehen. Meine Eltern haben die Hört zu. Ja, schade. Ja. Und sie sehen, so in der Vorweihnachtszeit machst du eine Zeitung aus dem Regal im Zeitungsfachladen raus und was siehst du? Die Scheißfresse von Helene Fischer. Ne? Können wir das zeigen, Svenny, bitte? Ja, genau. Da kommst du, guck da mal, hast du hier doch richtig Bock auf Weihnachten. Und oder ich finde, die Helene Fischer, die macht das Geräusch. So, also so sieht sie da aus. Ja. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum die auf dem Foto so gute Laune hat. Die hatte nach 3 Tagen endlich mal wieder Stuhlgang. Ach so. Ja. Wie oft hast du Stuhlgang, Weinhaus? Zweimal am Tag. Zweimal am Tag. Und dann fest oder eher breiig? Nee, gut fest und auch sehr... Kennt ihr Geisterschiss? Oh ja. Oh, ich liebe das. Ihr kennt es so, ihr merkt so, da geht was auf den Vormarsch. Ne? Und ihr geht so aufs Klo und denkt so... Oh, das wird jetzt Vision Impossible. Du wischt und wischt und wischt und die Rosette wird nicht sauber. Und es wird immer mehr, wenn man wischt. Aber du wischt einmal drüber und es ist sofort sauber. Das, sehr verehrte Zusehende, ist ein Geisterschiss. Oder auch genau, Geisterschiss und die Wurst, die ist so schwer und so kompakt, dass sie sofort durch. Genau, dass sie sofort durchrutscht. Man müsste eigentlich gar nicht mehr spülen. Sie kennen das doch alle, oder? Ja, also, ja, oder? Dominik kennt es auch, ne? Ja, doch, die nickt, ja. Ja, du kennst alles. Also von daher, ich glaube, das ist wirklich das Geisterschiss-Gesicht, was die Helene Fischer da hat. Und ich komme mal rum, weil wir wollen das zusammen ja vorlegen. Ja, genau. Also Sie können es auf dem Cover schon sehen. Jetzt muss ich sagen, Conora, zwingt uns ja alle auch finanziell in die Knie. Und deswegen hat sich TV Huss in Zusammenarbeit mit Helene Fischer getan. Ich bin gleich bei dir, Weihnachtswart. Also TV Huss hat sich gedacht.
So. Sie möchten einfach die Welt ein bisschen besser machen, indem sie uns 24 Adventsideen vorschlagen, die glücklich machen und nichts kosten. Nichts kosten, das ist halt. Und die 24 Adventsideen, die glücklich machen und nichts kosten, die sind so dermaßen gut, dass wir das auf jeden Fall mit euch teilen möchten. Und also es sind zwei Doppelseiten, das heißt, es ist wirklich knallharter Journalismus, gestopft mit Ideen und Infos, die alle fürs Überleben brauchen. Und wir möchten das natürlich sehr gerne mit Ihnen allen teilen. Ja, weil ihr braucht ja auch Ideen für den Advent, jetzt auch den vierten, der kommt, oder war der schon? Der war. Ach, war der vierte Advent schon? Als nächstes kommt Ostern. Ach, Stichwort Auferstehung. Am Wochenende ist Ostern. Ja, am Wochenende ist Ostern. Herzlichen Glückwunsch zu Ostern. So. Und also ich habe mir das durchgelesen und habe einfach zwischendurch gedacht, boah, Person, die das redaktionell betreut hat, muss echt kein Gehirn gehabt haben oder wahrscheinlich im Koma gelegen haben, weil das ist so richtig scheiße. Knallharte Journalistinnen sind ja bei der TV Hören und Sehen. Und können wir die nächste Seite haben, bitte? Ich würde nämlich gerne Vorschlag 6 vortragen. Sie sehen es da drüben. Ist leider ein bisschen verschwommen, deswegen lesen wir es für Sie ja, vor. Ja, bitte gerne. Nämlich Vorschlag 6 ist, und es ist wirklich, ach, es macht Sinn. Freude verschenken. Oh. Zitat. Freude ist das dankbare Bewusstsein, beschenkt zu werden. Sagt der Psychiater und Sachbuchautor Wladimir Lindenberg, verschenken wir Freude, genügt ein Lächeln als Antwort. Das ist reine Freude, sehr verehrte Damen und Herren. Oder? Das kostet ja nichts. Kostet ja nichts. Ich finde auch liebevolle Berührungen sehr toll. Eine innige Umarmung, eine Hand, die liebevoll gehalten wird. Berührungen. Berührungen sind die wertvollste Kommunikation zwischen Menschen. Spüren wir die Zuwendung des anderen, wird unser Körper von Glückshormonen Oxytocin geflutet. Tiefes Wohlbefinden breitet sich aus. Oh. Weinhaus, ich bin so geflutet. Und gerade. Weihnachten macht halt endlich wieder Sinn, ne? Komm, eins noch, eins noch. Warte mal, was ist noch scheiße im Moment? Das ist alles scheiße. Sehe ich noch schön aus oder bin ich jetzt derangiert? Nicht schlimmer als davor. Ich bin immer schön. Ach, du süß, Mann. Das finde ich auch richtig schön. Die nächste, haben wir die nächste Seite auch noch? Nein, haben wir nicht. Schade. Hast du mir nicht geschickt. Punkt 22, das heißt, es ist der richtige Tag für morgen. Also Sie haben jetzt für morgen bereits einen Tagesauftrag von uns, den Sie jetzt mitkriegen, so, nämlich vom Glück des Tanzens. Oh. Oder? Bin schon ganz dabei, ich bin gerade ganz dabei. Tanzen ist wie eine Massage für die Seele. Kaum beginnen sich unsere Füße im Takt zu bewegen, zaubert sich auch schon ein Lächeln auf unser Gesicht. Das kennen die Ballerinnen im Berghain ja ganz besonders gut. Die zappeln die ganze Zeit und sehen immer so auseinander. Ne? Das macht Freude, als wäre unser Gehirn auf Tanzen programmiert, reagiert es auf rhythmische Bewegungen direkt mit dem Ausschütten des Glückshormons Serotonin oder wie gesagt im Berghain halt durch das Ausschütten von Rauschen. Und sagt das auch der Psychiater Dr. Professor Hinterfotz? Fotze? Hinterscheide. Hinter Pimmelingen. Weinhaus, was fangen wir jetzt mit dieser Information an? Was können wir mitnehmen? Man hat auch gute Laune ohne Drogen. Tanzen. Ja. Ja, ich tanze ja nicht, ne? Deswegen bist du immer depressiv, meine Liebe. Ich habe gute Antidepressiva. Ich bin seitdem gar nicht mehr depressiv. Ich tanze einfach und muss keine Pillen fressen. Selber schuld. Na ja, gut, ich gehe wieder zurück. Warte, ich bin gleich da. Was mit so. Weinhaus. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie so Vorbereitungsstunden für so eine Show aussehen damit? Seid ihr ein Hedenpärchen? Ihr zwei? Bumst ihr? Moment! Ah, erstes Date. Du siehst aus wie Felix Lobrecht. Ist das Felix Lobrecht? Nee. Nee, ist es dann nicht, aber der sieht so aus. Wir können leider. Nah dran! Der ist ja wirklich geil. Svenny bedürft, der darf nicht auf die Bühne, ne?
Zieh meine Maske an und komm mit, bitte, schnell. Komm mal komm. Mit, komm mal, komm mal komm. Mit. Oh Gott, der sei ist doch nicht so, du bist jetzt ein Star, Herrgott. Geil. Das ist Felix Lobrecht, oder? Komm, wir machen mal mit Abstand. Zeig mal kurz dein Gesicht. Guck mal, zeig mal, wie du aussiehst. Guck mal, ist doch Felix Lobrecht, oder? Ist doch Wahnsinn. Oder? Ja. Verkaufst du manchmal heimlich Autogramme in der U-Bahn, weil Leute denken, du bist Felix Lobrecht? Mach mal, komm, da kriegst du Geld für. Ja, sag ich doch. Ein Tausender pro Autogramm, ne? Bitte? Ein Tausender pro Autogramm. Wie heißt du? Markus. Markus. Oh, mit C oder mit K? Mit C. Süß ironisch. So, Markus. Also, ihr seid heute zum ersten Mal hier und habt euch gedacht, bevor wir mal einlochen, gucken wir uns zwei besoffene Transen auf der Bühne an. Ja, finde ich gut. Ja, findest du gut. Perfektes Vorspiel. Wo habt ihr euch kennengelernt? Bei Tinder. Bei Tinder. Da wurde geswiped, ja. Und dann wird gebumst. Und wie lange kennt ihr euch jetzt schon? 2 Stunden? Nee, 2 Wochen. Und ihr habt noch nicht gebumst? Ja. Finde ich jetzt aber auch faszinierend, muss ich wirklich sagen. Also, enger Zeitplan. Ist ein enger Zeitplan, ja. Weil du hast so viel zu tun, du hast keine Zeit zum Bumsen. Ja? Tatsächlich. Ja? Was arbeitest du? Ich bin Feuerwehrmann. Oh. Zeig mal deinen Bauch. Oh, ganz komm, Markus. Kurz. Komm, zeig mal deinen Bauch. Mäuschen, wie heißt du? Nadine, du hast dir einen Feuerwehrmann angelacht. Angeswiped. Wie geil ist der genau? Schon ein bisschen geil, ist oder? Ist der Penis genauso schön wie der Bauch, ist die Frage. Halt dir den warm, der ist ja mega geil. Also ich würde den sofort ficken, ganz ehrlich. Alter. Hey, ein Applaus für Markus und die Frau, ja, die auch einen Namen hat. Tschüss. Wollen wir mal, Service, können wir mal, 2 Sekt für euch vielleicht? Sekte? Warte, ich mache eine Durchsage. Warte ganz kurz. Sven, du bist jetzt wieder gefordert. Toll! Eine Durchsage an den Service. Wir hätten gerne 2 Sekt für den Tisch mit dem geilen Feuerwehrmann und der Tinder-Nutte, die neben ihm sitzt. Vielen Dank! Nein, das tut mir leid. Das habe ich jetzt nur gesagt wegen der Bühne und so. Was? Das stimmt. Du was? Nein, mein Schatz. Was willst du noch trinken? Fehlt noch ein Wodka dazu oder so? Ja, komm. Dann heute Abend wird noch so richtig schön einer weggesteckt. Also, zusätzlich zum Sekt bitte noch 2 Wodken. Und 2 Kondome. Und 2 Kondominnen für den geilen Feuerwehrmann und die Tinder-Sexarbeiterin. Vielen Dank. Aber Jurassica, ja, bitte, dadurch, dass, wie heißt du eigentlich, Liebelein? Ja? Nadine, dadurch, dass du jetzt Nadine so rund gemacht hast, finde ich, du könntest von dir auch einfach nochmal so eine richtig bloßstellende Geschichte raushauen. Oh ja. Darf ich einen Prolog machen? Ja, gerne, bitte. Es hat was mit Urlaub, Granne und Kot zu tun. Kot auch? Kot. Nicht nur mit Kot, sondern auch mit Pisse. Also pass auf, Weinhaus. Du weißt ja, ich leide ja, ich muss dazu eine Runde. Unter Verdauung. Naja, du musst ab und zu mal aufs Klo abführen. Warte mal, ich muss hier noch mal die Tunte fragen, ob die noch mal Feuer hat. Hm. Das ist alles schlimm, oder? Vielen Dank, mein Schatz. So, ich war ja unlängst auf Gran Canaria und ich leide ja unter Stuhlgang, der sehr, sehr... blockig ist. Nee. Nein, der ist sehr spontan verfügbar, sagen wir mal so. Spontan verfügbarer Stuhlgang, ja? Und wir wohnen immer in Playa del Inglés und da muss man halt dann so, wenn man laufen möchte, muss man so eine Stunde runterlaufen zum Strand bis zum schwulen Strand, Weinhaus. Und ach so. Klaus, mein Ehemensch, fragte mich noch, Schatz, musst du vorher noch mal aufs Klo, weil wir gehen ja jetzt los. Und ich war dann mal auf Klo, hab in mich reingehört und dachte so, nee, ich muss halt nicht so. Und dann sind wir losgelaufen und wir sind halt den ganzen Weg runtergelaufen und dann, wenn man am Strand ist, ist da halt so ein öffentliches Klo noch mal, so die letzte Bastion, bevor man halt dann irgendwie verloren ist, wenn man Stuhlgang hat. Und Klaus fragt dann noch mal so, Schatz, musst du jetzt noch mal scheißen, weil wir sonst geht's halt nicht mehr so und musst in die Dünen gehen. Und ich so ganz selbstbewusst, nee, alles gut.
Und dann laufen wir den Strand lang. Was denn? Da wurde gerade jemand angerufen von den Arschgeigen. Könnt ihr eure scheiß Handys nicht auf lautlos machen? Hm? Der, ihr drei lacht. Da wird jemand angerufen von war das bei den euch? Arschgeigen? Der Mann mit dem Bauch? Der andere? Nadine! Du hast doch ein Tinder-Date jetzt ausgemacht gerade, oder? Ich weiß das doch. Voll. So, kann ich meine Geschichte weiter? Ja, ungern, aber mach. So, und dann waren wir auf dem Weg zum schwulen Strand und auf einmal machte es in meinem Bauch so Gerumpel und Gepumpel. Und ich dachte so, scheiße. Ja. Also, im wahrsten Sinne, ich hätte dann doch mal gehen sollen. Hab dann zu Klaus gesagt, setz dich hier hin. Ich gehe noch mal kurz zurück zu der öffentlichen Toilette, noch mal 5 Minuten zurück. Hab das zum Glück auch hinbekommen, ohne dass es halt vorher schon passiert ist. So, gehe halt dann da runter. Treppe runter, ist ein riesiges öffentliches Klo, man bezahlt 1 Euro an die Frau, die da sitzt. Und dann, du kennst das Weinhaus, das Schlimmste ist ja bei öffentlichen Toiletten, wenn das nicht so abgetrennte Räume sind, sondern wenn das halt nur so Kabinen sind, wo oben so viel Platz ist und unten so viel Luft. Mit so also, Schuhkartondeckeln. Also einfach nur halt mit so Türen, wo aber alles frei ist. Und du kommst rein und du hörst nur so... Also was, du hörst jeden Scheißen so auf diesem, weißt du, da hast du schon gar keine Lust mehr so. Aber gut, ich musste. So, jetzt pass auf. Und dann ist das Problem aber an diesem Klo, ich kenne das ja schon, da gibt es keine Klorollen auf den Klos, sondern es gibt vor den Klos so Papierspender. Da muss man das Klopapier so rausziehen und schon vorträglich abschätzen, wie viel man dann brauchen könnte. Was... absolut degradierend ist, weil ich zeig der Klofrau jetzt schon damit, ich muss so richtig scheißen. Da schäme ich mich schon wirklich in Grund und Boden. So, also habe ich halt dann ordentlich rausgenommen, ja, in das einzige freie Klo reingegangen, hab dann diesen Pulk von Klopapier an diesen Haken gehängt an der Tür, wo man normalerweise Taschen oder Rucksäcke aufhängt. Da hängt halt das Klopapier so. Dann sind auf Gran Canaria sind die Klos, also die Schüsseln, niedriger als in Europa. Also die sind ungefähr so auf dieser Höhe. Also hast du gekniet beim Kacken? Naja, nee, warte mal. Aber das Ding ist ja, also ich bin ja sehr groß. Nee. Und man muss halt dann wirklich... Man muss halt dann wirklich so ganz tief runter und ich setze mich ja da auch nicht rauf, weil ich mich ja auch ekle, weil es alles vollgeschissen ist. Baut ihr halt ein Nest? Ja, da war ja keine Klobrille drauf. Da kannst du trotzdem ein Nest bauen. Habe ich nicht gemacht, so. Und dann hocke ich halt so und halte mich so hinten an der Wand halt so fest, damit es irgendwie geht, stütze mich so ab. Dann hatte ich wahnsinnigen Durchfall. Also wirklich wahnsinnigen Durchfall. Und zwar so ein Durchfall, wo man so denkt, man pullert aus dem Arschloch raus, weißt du? Also so richtiger Durchfall. So. Und es ging so... Und dachte so schon so, oh Scheiße, weil jeder hört das so, naja. Und du kennst das ja auch, wenn man halt scheißt, man muss dabei ja auch pissen. Ja, und hab halt... Hallo Mama, so schlimm. Man muss dabei ja auch pissen. So, da habe ich halt gepisst so und dann habe ich geschissen und gepisst und dann irgendwann merke ich so, scheiße, ich habe mit meinem Pimmel gar nicht die Kloschüssel getroffen beim Pullern, sondern ich habe halt davor gepullert. Und es bildete sich hier halt so ein See aus meiner Pisse. Und das war mir schon sehr unangenehm. So, dann habe ich also erstmal gedacht, okay, Schadensbegrenzung, erstmal das Klopapier von dem Haken nehmen, abwischen. Dann darf man das Klopapier nicht ins Klo schmeißen, wegen Verstopfungsgefahr, sondern in den Mülleimer, der daneben steht. Deckel hoch, kam gefühlt Fliegen raus. Und so, hab da halt da so das Klopapier reingemacht. Das Klo sah aus. Also ich hatte wirklich, wirklich schlimmen Durchfall. Dann ging die Spülung nicht. Also ja. Das war so ein Knopf.
Ich habe gedrückt, ich habe gezogen, ich habe gedreht. Es hat nicht funktioniert. Dieses vollgeschissene Klo, ich konnte es nicht beseitigen. Klobürsten gibt es da. Also ich habe, da habe ich gedacht, oh Gott, ich möchte flüchten. Was soll ich machen? Ich habe einfach dann diese Kabine verlassen, so, ja, fluchtartig mit wehendem Haar. Und dann gehe ich raus. Und dann fällt mir erst das ganze Desaster auf, weil hier ist meine Klokabine und dann sehe ich meinen Pisserinnsaal durch den ganzen Vorraum bis hier vorne, wo die Waschbecken waren, aus meiner Kabine raus. Und ich dachte so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also was ist denn, also wenn es einen Gott gibt, was hat er für einen Plan für mich gehabt? Ich habe mich so geschämt, dann stand so ein Mann am Waschbecken, hat sich die Hände gewaschen, der guckte schon so. Ja, zu Recht. Weil ich kam ja aus der Kabine, wo das Pisserin sei. Wahrscheinlich stand er schon so und es rollte schon so langsam bis zu ihm. Und ich dachte so, es kann nicht mehr schlimmer werden. Ich habe dann einfach noch meine Hände gewaschen und bin dann wirklich fluchtartig, habe ich dieses Klo verlassen. Und Klaus hat gesagt, ich kann nie wieder auf dieses Klo gehen. Du kannst nie mehr auf die ganze Insel gehen, meinst du? Ja, wahrscheinlich. Aber Weinhaus, ich meine, warum passiert mir sowas? Weil du zu blöd zum Scheißen bist. Ach so. Also, wäre jetzt meine Vermutung, ich weiß nicht, was Sie sich gerade die ganze Zeit gedacht haben, aber das ist doch ein Fehlkonstrukt, die Frau, oder? Aber hast du auch schon mal am Klo vorbeigepisst? Nee, auch, aber ich habe einen tollen Beitrag zu dem Thema. Sie kennen ja alle meine... Oh, hoffentlich guckt sie nicht zu. Sie kennen ja alle meine gute Freundin Jade Perle Becker wahrscheinlich, nicht? Die hat auch hier eine tolle Show im BKA-Theater und wir travestieren sehr gerne, sehr oft und überall und viel miteinander. Und dann waren wir mal für einen Job in Köln, ne? Und dann sind wir mal auf Tö und ich habe zuerst Lulu gemacht und die Box war halt auch nicht wirklich, also sehr überschaubar. Und wir stellen uns vor so, hier Trennwand, so das Klo, also ich so, pss, fertig, ne? Und stelle mich dann hier so hin und die Perle, die hockert auch immer, ne? Die baut sich keine Nest, die hockert. Es war im Sommer, ich hatte offene Stilettos an und stehe so neben der Schüssel und merke einmal so, oh, jetzt habe ich auf einmal nasse, warme Füße. Und da hat die auch am Klo vorbei auf meine Füße gepisst. Seitdem habe ich auch keine Hornhaut mehr, weil wir wissen ja, Harnstoff macht die Haut weich. Ich wollte gerade sagen, das ist ja sehr gut für die Haut auch, ne? Ja. Also falls Sie mal Hornhaut haben, pissen Sie sich einfach in die Schuhe, laufen dann mit dem Tag rum, Ihre Füße sind butterweich. Ja, bitte. Wir müssen weitermachen, ne? Ja, wollen wir. Ja, okay. Nee, keine Pisse-Geschichten mehr. Okay, weil das Publikum ist heute sehr hochwertig. Das wage ich zu bezweifeln, Uwe. Also ich guck grad so rein. Mm-mm. What? No. Okay, aber wollen wir? Weitermachen. Weitermachen, okay. So, wir kommen zur nächsten Rubrik, auch. Nämlich meine Lieblingsrubrik. Kochen Lifestyle, sehr verehrte Zusehende. Wir sind ja immer noch sehr festlich. Naja, also und ich fühle mich gar nicht festlich, ehrlich gesagt, aber... Und weil die Festlichkeit ja auch naht mit großen High-Heel-Schritten, Weihnachten, haben wir uns gedacht, Weihnachten ist ja auch immer die Zeit für besonders beschissene Geschenke. Kennen Sie das? Sie kriegen dann was, wo Sie sich denken, wäre ich doch lieber zu Hause geblieben. Und was ist denn, weil meine Mutter schenkt mir immer Weihnachtsunterhosen und Weihnachtssocken. Jedes Jahr. Deine Mutter, was schenkt die denn? Ich habe mir Bettwäsche dieses Jahr ausgesucht, die ist super. Okay, gut. Erzähl weiter. Also auf jeden Fall haben wir uns gedacht, damit Ihnen vielleicht noch auf den letzten Drücker das perfekt beschissene Weihnachtsgeschenk gelingt, inspirieren wir Sie einfach. Oh. Und um Ihnen die Inspiration wirklich, also bis ins Herz zu tragen, werden wir das Ganze für Sie mit einem Opfer aus dem Publikum nachempfinden auf der Bühne. Und zwar haben wir für Sie ein Produkt gefunden. Das heißt, ich freue mich so, es heißt Clone a Willy. Clone a Willy ist eine Abguss... Moment. Du kennst das, oder was? Ja? Nein, hast du das schon gemacht? Hast du das schon mal gemacht? Du kennst jemanden, der das gemacht hat? Komm, mach mal. Komm, hier, sprich. Wie heißt du denn? Ruven. Ruven? Ja. Ruven ist aber auch ziemlich sexy geil, eigentlich. Sag mal deinen Bauch. Darf ich mal anfassen? Ja. Süß. So, also du kennst Clone Willy. Ja. Willst du kurz erklären, was es ist? Das ist quasi ein Gips- oder Gummiabdruck, wo man seinen steifen Penis reinsteckt. Genau. Und weil wir ja inklusieren... Hast du sehr gut erklärt. Hab ich toll gemacht. Also Ruven, ganz toll. Und Applaus. Habt ihr eigentlich eure Getränke gekriegt? Habt ihr eure Getränke bekommen? Ja. Jurassica... Kannst du mal für die kleine Maus hier vorne noch einen Sekt und einen Wodka bestellen bei der Wirtschaft? Weil alle Leute, die
zum Eine Durchsage an unser Tresenpersonal. Bitte für den geilen Rufen mit dem geilen Bauch einen Sekt und einen Wodka. Ein Sekt und einen Wodka bitte für den geilen Rufen hier vorne rechts an der Bühne. Danke. Was machst du denn da? Ich hänge mal im So, erzähl mal weiter jetzt. Auf jeden Fall haben wir uns gedacht, Clone Willy ist nicht inkludierend genug, deswegen gibt es das Ganze auch noch als Clone a Pussy. Das heißt, wenn Sie eine Scheide haben oder wenn Sie gelenkig genug sind, können Sie auch Ihr Poloch abdrücken, können Sie auch noch eine Fernfahrerfotze machen. Man kann. Ja. Hast du gerade. Eine Fernfahrerfotze. Du hast gerade eine Fernfahrerfotze. Oh nein, ja, scheiße. Das sagen wir. Fernfahrervagina. Eine Taschenmuschi. So. Und weil wir ja interaktiv, modern und keck sind, werden wir jetzt für Sie live auf der Bühne einen Penisabdruck machen. Und dazu brauche ich jemanden aus dem Publikum. Nein! Svenny, darf ich jetzt reingehen? Svenny? Ja? Will vielleicht jemand... Wer möchte einen steifen Penis auf der Bühne zeigen? Komm, Freiwillige vor. Madus? Nein. Ach, der Mann mit dem Bauch. Du hast doch einen Penis... Ja. Nein, er möchte auch nicht. Die sitzt da ganz allein. Guck mal, hier die Nutte da mit dem gestreiften Oberteil. Wie heißt denn du? Marlene. Marlene, Marlene, du hast doch einen Penis. Komm mal mit. Ein Applaus für Marlene, bitte. Marlene! Und... Also wir gehen jetzt mal auf die Bühne, bevor wir weitergehen. Sie können sich wahrscheinlich denken, das ist alles ungeprobt und nicht vorher abgesprochen. Nein, gar nicht abgesprochen. Aber weil Marlene ja auch sehr aufgeregt ist, gehen wir jetzt mal ganz kurz ins Backstage. Ich lutsch ihn hart und dann kommen wir mit dem Schnell nach vorne und machen Penisabguss, Jurassica. Ich muss wirklich sagen, das ist schon wieder so hochwertig. Oder? Show. Komm, Marlene. Ich weiß immer gar nicht, ich verstehe gar nicht, warum wir noch keinen Grimme-Preis bekommen haben. Ja, ja, wirklich jetzt. Ja, da kann man ruhig Gott, mal klatschen. Ist das ein Riesending. Oh, Jemine, da passt ja die Form gar nicht drüber. Wir haben jetzt nämlich extra diese komische Wand... Das ist scheiße. Wir haben extra diese Wand installiert. Und Svenny hat da so ein Gegenlicht installiert. Der Penis ist aber groß. Ja. Achso, nee, scheiße, warte mal. Ich brauche nochmal Feuer. Komm, wir machen mal so. Habt ihr bislang Spaß oder ist es sehr schlimm? Ja? Okay, aber es ist auch so ein Mitleidsapplaus ein bisschen, ne? Danke, mein Schatz. Ach, guck mal. Oh! 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 Schau mal! Das Lied. Echt groß. Du, das sieht aber schön aus. Svenny, wir haben mal auch gar nicht bedacht, dass Sie alles sehen, ne? Jetzt fällt es auf, dass der Schwanz aus Gummi ist. Nein, das ist. Nein, der ist echt der Schwanz. So, also, das ist die Abgussform. Die mache ich jetzt mal über den Penis drüber. Kann ich mal die Sektflasche haben? Das ist Gussmaterial. Ja, warte mal, ganz kurz, Moment. Ach so, das ist ja hochinteressant. Mm. Ach so. Ja? So, jetzt haben wir den Penis abgegossen. Die Negativ-Gussmaterials-Mischung härtet innerhalb von 30 Sekunden aus. Das heißt, danke, zisch ab. So. Und toll! Ist jetzt schon fertig, ich habe das Silikon auch schon reingegossen. Nee, wir haben natürlich gezaubert, wir haben das für Sie vorbereitet. Also es sieht richtig scheiße aus. Richtig beschissen, also wirklich, keine Sau will sowas haben, ganz und ehrlich. Keine Sau will sich sowas irgendwo einführen, also nicht mein Müll am Ende. Ich frage mich ja auch, ich meine, man braucht ja einen irrigierten Penis. Wenn man aber dann in dieses technische Ding seinen irrigierten Penis reinstecken muss, ich meine, man muss ja auch in Stimmung bleiben, damit es halt... Ja, 30 Sekunden wird es ja wohl hart bleiben können. Ja, ja. Wir fragen noch mal kurz den Geilen, wo ich den Namen vergessen habe. Markus. Markus mit C. Du würdest das schaffen, Markus. Hast du eine gute Erektion? Der ist die ganze Nacht hart. Nadine findet es heute noch raus. In der nächsten Show willst du uns davon berichten. Ein Applaus für Nadine. Nadine. So, und weil natürlich ein Dildo an sich zu langweilig ist, gibt es die Möglichkeit, dann noch so, wenn es nicht verklebt ist, durch das Gusssilikon eine Vibrationsfunktion einzubauen. Ach so. So, auf jeden Fall haben wir einen Penis für Sie gegossen. Ich sage gleich als Spoilerin, es ist weder Ihrer noch meiner. Aber wir werden jetzt live auf der Bühne mit Ihnen das auspacken und wir wissen selbst nicht, was passiert ist. Aber ich möchte mal ganz keck sein. Ich halte mal, kann die Kamera das einfangen, Svenny?
Ach scheiße, ich habe ja Kochen und Lifestyle, ich sauge. Oh nein, du musst dich doch noch umziehen jetzt. Ich bin auch ganz, ich habe Studio B vergessen anzuziehen. Ich muss noch mal kurz. Oh Mann, ey, Weinhaus, wirklich, sei doch einmal vorbereitet. Ich gehe jetzt über den Innenhof in Studio B. Ich bin in Studio B gewesen, ich habe abgegossen, der Penis ist toll. So, also wir haben ja selber noch nicht rausgefunden. Wir haben selber noch nicht. Wir wissen selber noch nicht, was passiert. Weinhaus, sag mal, ist gut, meinst du, die finden das gut, was wir machen? Nee. Oder? Ja. Wollen wir es jetzt mal auspacken? Ja, bitte, pack aus. Also wir packen jetzt live mit ihr dieses Wunderwerk der Technik einfach mal aus. Also es ist irgendwie feucht. Aber warte mal ganz kurz. Das Weiße außen drum ist kein Darma. Silikon. Nee, jetzt komm, das ist irgendwie so. Es ist tatsächlich eine schnell aushärtende Kunstgemischmasse. Okay. Wird tatsächlich laut Anleitung innerhalb von 2 Minuten fest. Also der Ständer muss nicht dauerhaft. Entweder nehmen Sie Viagra oder machen halt irgendwie so ein Gummiband außenrum. Aber Sie werden ja wohl 2 Minuten mal einen Ständer haben können. Man kann sich ja auch so eine Spritze in den Schwellkörper reinspritzen. Ja. Ne? Kann man ja auch machen. Oder halt gleich ein Dildo zum Abgießen nehmen. Oder so, genau, ja. Und es wird dann sehr schnell fest. Das Silikon muss tatsächlich 24 Stunden aushärten. Also falls Sie so eine Scheiße noch zu Heiligabend verschenken möchten, müssen Sie morgen abgießen, weil sonst wird es nicht fest. Gut, also dann bitte jetzt auf die Erektion. Ja, weiter geht's. Das ist jetzt schon widerlich. Komm mal. Ach so. Ich würde sagen, das kann man auf jeden Fall noch mal verwenden. Nee, warte, zeig doch mal. Wie, aber warte mal bitte. Warte mal bitte. Darf ich bitte mal anfassen? Na, wenn du meinst. Ich meine, das sieht aus wie so eine Teewurst, die man aus so einer Hülle rausgepresst hat. Und kann man das jetzt auch irgendwie noch vibrieren lassen? Es geht ja... Ach so, nee. Da sind keine Batterien drin, Weinhaus. Okay, also... Hast du Desinfektionsmittel dabei? Nein, aber Weinhaus, ich... Das macht dein Ex-Freund, ja? Deswegen ist es hat auch der Ex-Freund wahrscheinlich. Ach, deshalb ist es der Ex-Freund, weil, ne, guck dir das an. Weinhaus, das ist kein gutes Geschenk. Das ist Desinfektionsmittel, Moment. Du bist sehr nett. Wie heißt du denn? Kathi. Kathi, danke, Karl. Du hast geile Hosen an. Weißt du, was es ist? Das ist eine Süßmaus. Das ist eine Süßmaus. Eine Marmeladenmaus, auch eine Hosenmaus. So, also wie gesagt, damit haben wir bewiesen, dass auch dieses Jahr Weihnachten, was Scheißgeschenke angeht, gerettet ist. Was? Einen großen Applaus für Marlene und... Das Produkt. Was schenkst du deinen Eltern, deiner Familie? Gibt es da irgendwie so Traditionen? 24 Adventsideen, die du umsonst und glücklich machen, schenke ich denen. Zum Beispiel Tanzen und Freude. Und du? Verstehe. Ich schenke meine Anwesenheit, das muss reichen. Na, herzlichen Glückwunsch. Es sind 6er im Lotto bei dir. Es sind 6er im Lotto, das stimmt. Ich meine, ich bin ja sowas von unterhaltsam. Also setz mich irgendwo hin und die Leute sind... Traurig. Betört, ja. Mesmeriert von mir. Wollen wir zu unserem Skype-Gast kommen? Ich glaube, wir kommen jetzt zu dem Thema, warum auch alle anderen hier sind. Nicht wegen uns, sondern wegen einer ganz, ganz großartigen Künstlerin, die ich seit 3000 Jahren tatsächlich vergöttere. Und die ist auch richtig toll. Ja. Erstens ist die laut. Und das ist wirklich erstaunlich. Es gibt Menschen, die sind lauter als wir zusammen. Und unsere Talkgästin Idil Beider ist eine davon. Deswegen einen tosenden Applaus für Idil Beider! Oh, da ist sie! Da ist sie! Dankeschön! Schön bei euch zu sein. Hallo, mein Schatz. Hallo, ihr Süßen. Big Sean on hier mit meinem Mikro. Ich habe euch natürlich was mitgebracht, weil ich mich so gefreut habe, dass ihr mich eingeladen habt. Also einmal was man ja in Berlin mal eben so dringend trinken muss. Berliner Luft? Eigentlich so alle 45 Minuten, wenn man so ein echter Berliner ist. Und dann eine tolle Frau, oder? Ist eine tolle Frau. Aber dann auch noch, weil die Zeiten waren so hart. Und ihr seid meine Überraschung, ihr seid die schönsten. Aber das ist die gegenderte Version, das ist Mädchenüberraschung. Ja, weil ich hab mich nicht getraut, das mit Männerei, weil ihr habt ja welche. Insofern verzeugt ihr euch Weibereier. Die sind auch mal schön. Mit Glitzer als Transvestiten ein? So, und da müssen wir dran arbeiten. Da müssen wir dran arbeiten. Also erstmal trinken wir jetzt einen Schnaps. Ja, wo ist denn meiner? Ich hab mir Bist du das Glas ist frisch? Ach, ich nehme wir trinken gebraucht. Aus der Flasche. Ja, bei Idel, ich mach mal das ekelhaft. Will das jemand mit nach Hause nehmen? Ich mache ein Autogramm. Nee. Du, das kann man auf eBay versteigern für ganz, ganz viel Geld. Das ist ein Transvestitenschwanz. Das ist ganz, ganz toll. Es ist nicht unser Penis.
Das sagen wir hier, aber es war gestern noch ein harter Abend, muss zur ich Mitte, sagen. Zur Mitte, zur Titte, zum Titte. Busch. Husch, husch, husch. Husch, husch. Auf Ex? Auf, na oh Gott. Oh. Alter Falter, ja. Also ich hab, ja. So Weihnachts, du musst das Interview jetzt selbst führen, weil ich bin jetzt, hab mich jetzt abgemeldet. Aber es schmeckt. Ich habe leider gerade die Person in der ersten Reihe mit dem Rest von der Abgussmasse beschossen. Es tut mir wahnsinnig leid. Kathi hat Desinfektionsmittel auch für Schultern geeignet. Ja? Ja. Falls du einen Tripper kriegst, kannst du dich bei mir melden. Ich helfe dir. Oder treffe an die Bluse zu Hause. Man weiß ja nicht, was da dran ist bei der. Na, du hast vorhin erst von Laternentripper erzählt, meine Liebe. Ja, aber mein Hund hat das ja. Ja, ich weiß ja nicht, wo du sonst immer hinpinkelst. Ich pinkel nur in Laternen. Ja, also, siehste, Laternentripper. Da habe ich eine tolle Geschichte, bevor wir anfangen mit ja, dir. Ja, ich bin voll dabei. Ich war mal im Restaurant am Schlesischen Tor. Das Schlesisch Blau heißt das. Was lachst du jetzt schon so? Blau? Ach so, na noch nicht, ich muss ja, erst komm. Noch ankommen. So, und wir haben große Schaufenster zur Köpenicker Straße raus. Und ich saß da mit guten Freundinnen und auf einmal sagt meine Freundin Juliane, du sag mal, guck mal, da draußen die Frau, die pinkelt gerade an einen Baum. Und dann gucke ich raus, da sehe ich eine Frau, die zieht ihren Rock hoch, hockt sich an so einen Baum direkt an der Bushaltestelle und sächt hin. Und, ja gut, ich wohne in der Potsdamer Straße, ich bin sowas gewöhnt. Aber das war ja schon, und dann zieht die sich wieder an und dann kommt die rein ins Restaurant und setzt sich wieder an den Nebentisch. Und du denkst dir so, warum? Vielleicht hat sie eine Wette verloren oder ist so gestört wie du. Die hatte einen die Schokolade, die kratzt gerade so in meinem Hals. Warte mal. Kennt ihr das, wenn Schokolade ja, so kratzt? Ja, es ist eklig. Da pisst die an einen Baum vorm ja. Restaurant, obwohl sie im Restaurant aufs Klo gehen kann. Ja, das macht keinen Sinn. Ich verstehe das nicht. Ja, warum macht die das? Es ist auch manchmal, möchte man einfach auch mal auffallen. Manchmal ja. Möchte auch, dass man jemand mal sagt, was stimmt mit der nicht. Ist auffallen schön. Wollen kennen wir alle drei ja tendenziell überhaupt nein. Nicht. Nein, doch, wir gar sind nicht. Ja ganz unauffällig. Ja. Nee, ideal. Ich bin ja ganz subtil. Schön, dass du da bist heute. Du bist ja heute von Netto gesponsert, ja? Guck mal, ich dachte auch, und dann habt ihr gesagt, na, das ist ja Hallo Frau Netto. Und dann dachte ich, ja, das passt irgendwie, aber es war Weihnachten eigentlich. Ach, das ist für dich das Weihnachten? Das ist Weihnachten, aber jetzt Netto-Weihnachten. Warum nein? Was denn, verpackst du deine Weihnachtsgeschenke in Netto-Tüten? Ehrlich gesagt? Ja. 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 Naja, also, ja. Wie feierst du Weihnachten, mein Schatz? Lieblinge, ich feiere Weihnachten immer mit meiner Almann-Stiefmama und mit meinem Papa. Ja? Ja, mein Vater zwingt mich immer. Früher, als er noch irgendwie Bus gefahren ist, da konnte er sagen, ich habe eine Schicht. Aber jetzt muss es sein. Als er Bus gefahren ist. Also ja, mein ja. Papa möchte, ist ja BVG gewesen. Ich möchte auch Busfahrerin sein. Nee, möchtest also, du nicht? Nee, da musst du ja so eine Busfahrerdutte tragen. Alle schreien dich an, glaub mir, du möchtest das nicht. Jeder will mit seinem Döner rein und du sagst, Leute, das können wir hier nicht machen. Dann schreien sie dich an, dann sagst du, na gut, geh durch. Und jetzt musst du noch Impfpässe kontrollieren als Busfahrerin. Ja, musst ne? Das kommt ja auch noch dazu. Also ich möchte ja? Dazu nur ganz kurz sagen, ich war ja früher mal H&M-Mitarbeiterin und was KundInnen bei H&M in den Kabinen machen. Ich habe ganz schlimme Sachen. Ich nenne Details wie Spermakot und Erbrochenes. Da lasse ich doch lieber jemanden mit dem Döner in den Bus als Kotzer aufzufahren. Wie da scheißen Menschen in die Umkleidekabine. Ich war in der H&M-Filiale im Alexa und da gibt es zwei Stockwerk innen und im zweiten Stockwerk innen gibt es auch die Kinderinnenabteilung und in der Kinderinnenabteilung ist zum Glück in den Umkleidekabinen innen am wenigsten los und deswegen gehen da die Leute rein, die am beschissensten sind. Ich hatte mal jemanden, ich weiß nicht, ob es erwachsen oder Kind war, da hatte jemand Stuhlgang, aber Stuhlgang in der Kabine allein war nicht ausreichend. Es musste der Stuhlgang dann einfach noch ein bisschen den Spiegel dekorieren. Okay, gut. Wer macht denn das weg? Das ist der Horror. Ja, die Weinhaus. Ja, die ist, gut. Jackie Weinhaus, meine Damen und Herren. Ja, die Kotbeauftragte. Weinhaus, komm, fang mal an jetzt mit dem ja, genau. Interview. Ja. Wir haben jetzt ganz viel Klamauk gemacht und unsere ja. Show besticht ja nicht nur durch Klamauk, sondern auch mal durch herbere und gewichtigere Inhalt. Themen. Ja. Genau, wir sind beim Inhalt gelandet. Idel, du bist ja nicht nur Königin der Nacht und Showkanone, als deine Paraderolle ist ja Gilet Eichel. Ja. So, da hüpfst du durch Fernsehprogramme, bist zum Beispiel auch bei Ladies Night, finde ich dich mal ganz großartig, ja. Auf der Bühne. Aber du bist auch nebenbei tätig und zwar im Bereich Jugendarbeit. Habe ja, ich rausgefunden. Habe ich ganz viel gemacht am
Anfang, du weißt ja. Zwar was genau? Erzähl doch mal. Was habe ich nicht gemacht? Ja, das ist die Frage. Ich habe wirklich im Hort gearbeitet. Bei Hound Scheiße weggewischt. Das habe ich noch nicht gemacht. Aber kann ja, man weiß nie. So, und dann habe ich, was habe ich noch gemacht? Im Hort habe ich gearbeitet, in der Rüdli-Schule habe ich gearbeitet, im Jugendzentrum habe ich gearbeitet. Also mit Jugendlichen verstehe ich mich ganz gut. Mit fünf, also die Fünfjährigen waren ein bisschen schwieriger. Die können halt noch nicht reden, aber die können akzeptieren, wenn du sagst, verpiss dich jetzt, ich habe keine Nerven. Das verstehen die und deshalb kamen wir ganz gut klar. Ja. Und was hast du da genau gemacht? Also im Prinzip die Kinder weggeschickt, im Hort, ja. Das war so mein Job. Woanders hin. Die kamen immer mit Puzzle oder? Und so gesagt, nee, kann nicht, ich hab Kopfschmerzen, die kann ich nicht machen. Aber die waren total süß und kamen dann mit Memory. Memory ist schöner, wahnsinnig langweilig. Ne? Also nee, also Puzzeln ist auch wahnsinnig langweilig. Also, aber du hast ja ein sehr schönes Pimmel-Memory im Flur zu hängen. Oh, ne? Das stimmt, ja. Das ist sehr hochwertig. Das stimmt, das ja. Oh, das gibt verschiedene Penis. Also, schön. Jeder Penis sieht ja anders aus. Ist wie bei Vulvas. Ja. Die sind ja alle einzigartig. Einzigartig. Und ich bin ja großer Fan von Penissen. Großer Fan ja, von auch. Penissen. Oh, weia. Ich komme nicht immer klar mit denen. Manchmal sagt denen, oh, verpiss dich jetzt, ich kann nicht. Aber das ist schon lange, lange her. Ja. Ja. Ich bin jetzt gerade besoffen. Nee, aber du hast den Saufblick. Du siehst aus wie ein Rind. Das ist der Rinderblick. Den hast du immer, wenn du zieht. Ja, weil ich diesen Schnaps trinken muss. Ja, aber du hast ihn auf Ex. Ich hab hier noch was für zwei Tage. Aber ich bin halt eine große Frau, eine erwachsene Frau. Ja, ich meine, ich trinke das einfach so. Ja, mit einem Problem bist du. Dein Problem bin ich. Nein, mich haben sie auch schon Harald Junke genannt. Das ist ja nicht wahr. Ehrlich, nicht wahr. Nur weil ich mal ein Schnäpschen trinke, was ist denn das Problem? Das ist Berlin, Alter, wie kommst du ohne Schnäpschen gar nicht klar? Außerdem bin ich eine hochintellektuelle Frau, das ist der künstlerische Bruch. Die haben dich Harald Junke genannt. Der künstlerische Bruch. So, pass auf. Mein Schatz, du bist ja seit vielen, vielen, vielen Jahren auf der Bühne. Ja. Ja? Du wirst dich ja auch entwickeln, du wirst dich auch weiterentwickeln wollen. Ja. Wie ist das gerade für dich in der Pandemie? Darf ich das sagen, ohne dass es Corona? Zaram. Ja? Wie war das die letzten zwei Jahre für dich? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schulungslos überarbeitet und ich hatte 2019 irgendwie 270 Auftrittstage und dann habe ich rausgefunden... 270? Ja, ja, und dann verlernt man ja alle. Du verlernst ja das, was ein Zuhause ist. Ich bin völliger Messi geworden, weil ich gar nicht mehr weiß, wie man aufräumt. Ich habe es verlernt. Ich sage ehrlich, ich habe kein Gefühl mehr dafür. Und ehrlich gesagt, diese Pandemie... Darf man sagen, diese P-Wort? Nee, du bist raus. Es geht nur um sie eigentlich. Ah ja, okay, du darfst gar nicht. Ja. Es hat mich ein bisschen runterkommen lassen. Insofern war diese erste Lockdown-Zeit schon ein bisschen schön, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich kann das gut nachvollziehen, ja. weil du bist nur in Hotels dann. Ne? Es ist furchtbar. Irgendwann wachst du auf und wo bin ich? Ach, Recklinghausen. Gibt es bei dir im Hotel dann auch Razzien? Was heißt Razzien? Hast du nicht zugehört? Ach, die hat ja, doch, ein bisschen gehört. Schon. Ich habe ganz viel Pipi und da muss ich auch Pipi. Er hat so viel vom Pissen geredet. Du bist geredet. Bei der Razzia-Geschichte aufs Klo? Aber das Ding ist ja so, das ist immer so dieses, ja, und wir haben wir Künstlerinnen ja. Und dann leiden wir, weil wir in unserem Hotelzimmer so alleine sind. Ja, aber... Und die Minibar und so. Ja. Aber es ist wirklich so. Du wirst, man kennt das, oder? Dann ja, ist man alleine, weil da ist die Bestätigung von der Bühne, vom Was Publikum. Machst du dann? Ins Bett gehen und einen Sekt trinken. Ja, ja. Oder wie ist das bei dir? Ja, gibt ja noch was anderes außer Sekt. Immer Sekt, man muss ja auch mal wechseln. Koks. So. Vollkornmüsli. Schläfst du besonders gut voll. Ja, ja. Hab ich gehört. Baldrian. Baldrian. Gras ist gut. Gras holt dich von diesem Adrenalin-Bums-Dings runter. Ach, du bist eine Kifferin, ich bin auch eine Kifferin, ja. Manchmal kiffe ich auch, ja. Ja? Bong oder Nee, Bong schaffe ich nicht. Bin da ganz empfindlich, bin da wie ein Reh, muss ich kiffen, so. Das geht, aber so richtig... Wie ein Reh? Ja, wie ein Reh. Ach, Rehe kiffen? Die kiffen auch. Ja? Habt ihr das noch nie? Ich hab ja keine Rehe in meinem Freundeskreis, ja. Die benutzen keine Bongs, Aber Erdloch Longpapers. Ja. Die machen nur Tüten, die bauen nur Dübel. Ja, Kinder auch. Also ich habe ja früher, als ich in der Schule war, ganz viel Bon geraucht. Au. Ja, was hast du denn für eine Lunge? Ich habe geweint beim ersten Mal Bon rauchen. Ja, du, ich hab gekotzt danach. Und aber wahrscheinlich hast du dich auch eingekackt. Ja. Nee, da war mein Darm noch und mein Arschloch noch anders. Das kam mir erst im Schulsein.
dass es halt so unten so ausgeleiert ist. Moment, wollt ihr mal richtig applaudieren? Das war ganz lustig eigentlich, oder? Ja. Nee, aber Bong, muss ich wirklich sagen, habe ich ganz viel geraucht. Ja, klar. Ja, ich brauch die volle Dosis. Ne? Ich bin so ähnlich, ich rauche dann alle 15 Minuten. Was? Ja, ich baue mir kleine Joints, aber dann rauche ich den ganzen Tag big am Rauchen. Naja, also das ist schon eine Wortfindungsstörung. Den ganzen Tag? Ja gut, das waren nur die ersten 20 Jahre. Danach bin ich ein bisschen ruhiger geworden. Lass uns kurz jetzt mal Deep Talk machen. Achso, ja genau, Deep Talk. Weil es geht ja um Rassismus, es geht um Hate Speech und das ist ja wirklich dein Thema, weil du hast so viel krasse Hate Speech erlebt. Ich bin nachher im Netz, ja? Also du hast ja tatsächlich Morddrohungen bekommen, das war vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren. Ich habe mal ein bisschen Research gemacht im Internet drinne und was ich da so, ja nicht interessant, sondern eher erschütternd fand, ist, dass dann rauskam, dass Leute auf Daten in Polizeicomputern Zugriff hatten, die dich betreffen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass bei den Bullen entweder Nazi-Arschgeigen am Start sind, was wahrscheinlich möglich ist, oder dass jemand einfach mal die Wall von der Bollerei geknackt hat. So. Dieses Feeling so, wenn du weißt, dass Leute deine innersten Daten haben und dich töten wollen, wenn du irgendwie nachts allein, ich meine, du wohnst in Kreuzberg, ne? Ja. Wenn du nachts allein in Berlin über die Straße läufst, hattest du nicht irgendwie mega Angst, dass sich jemand absticht oder Wir so? Müssen auch kurz, lass dich noch mal kurz, kurz erklären, wie das alles vonstatten gegangen ist. Naja, es ist ja die richtige Richtung, ne? Also tatsächlich, das funktioniert nur über Verdrängung. Also das schaffst du nicht. Und ich glaube, ich bin dann auch... Was ist genau passiert? Erzähl also, mal ganz kurz, passiert. Was passiert ist, ja? Folgendes ist passiert. Ich wurde angerufen von der Frankfurter Rundschau, war es damals, von einem ganz großartigen Journalist, der recherchiert hat. Und der hat gesagt, Frau Beider, ich hoffe, Sie sind sich darüber bewusst, die Polizei in Frankfurt, Wiesbaden und Berlin hat ihre Daten widerrechtlich abgerufen. Wir werden das jetzt veröffentlichen. Und interessanterweise hat es immer so einen Zusammenhang gehabt, dass die Bedrohung zeitlich kurz nach diesem Abrufen kam. Also das heißt, da gibt es einen Zusammenhang. Aber die Polizei hat sich wirklich mit Händen und Füßen gewehrt. Ich habe ja auch Droh-E-Mails auf meinem Handy bekommen. Also das heißt, sie haben meine Nummer irgendwie rausgekriegt. Was stand da drin? Na, da stand zum Beispiel drin, ich töte dich und deine Mutter. Oder wenn ich habe in Frankfurt am Main die Rede für die Möllner-Rede im Exil gehalten. Da geht es eben um die Menschen, die angezündet worden sind in Mölln. Ibrahim Aslan ist eines der Überlebenden. Und da habe ich die Rede gehalten. Und dann kriegst du 2 Wochen vorher so eine Nachricht, wie wir knallen nicht ab, wenn du da auftrittst. Also das war 92? Das war, Also rechtsradikaler Anschlag 1992, darum geht's gerade. Also Solingen, Bumsdings und so. Ich weiß, es ist jetzt nicht so ein Happy-Thema, aber naja. Nein, darum sind wir heute hier, weil wir wollen darüber sprechen. Genau. So, und das, was mich eigentlich nicht schockiert hat, war, na gut, dass ich jetzt irgendwie mich gegen Rassismus einsetze und Nazis irgendwie auf mich zutreten und sagen, das möchten sie nicht, das kann ich nachvollziehen. Aber dass die Polizei da so fett mit drin steckt, das hat mich wirklich... Also das war ein richtiger Schock und seitdem ist für mich da auch ein ganz großes Vertrauen gebrochen. Du hast ja, ich glaube 9 Strafanträge, also Anzeigen gemacht und es kam 9-mal nichts dabei raus. Ja. Also da kann man doch auch wirklich von krassem Rassismus und Mega-Abschiss bei den Bullen sprechen, oder? Naja, können wir insofern schon, weil ich meine, man darf nicht vergessen jetzt, ne, bei Hanau, und das muss man sich mal wirklich reinziehen, es wurden ja viele Polizisten bei diesen Nazi-Chats erwischt. Ne? Und 13 der Polizisten, die in einem Nazi-Chat waren in der Nacht in Hanau und hatten Dienst. Also wer da keine Zusammenhänge sieht, weiß ich nicht. Dass das irgendwie alles nicht, weiß ich nicht, alles nicht so koscher ist, wie das da daherkommt. Und wenn ich dann irgendwie tagsüber mal ein bisschen TV anschalte und dann sehe ich, Polizei, ruf so und so, da sagt mir auch, ihr habt doch einen richtigen Werbefilm am Laufen. Wenn du jetzt sowas liest, hörst oder jetzt selber drinsteckst und dir dann denkst, wenn du mal so Schlagzeilen hörst, weiß ich nicht, im Radio, im Fernsehen drinne oder per Fax oder so, dass das Deutsche Reich, also Deutschland immer offener und liberaler und bunter und weiter wird so und sowas passiert und du bist halt ein prominentes Beispiel, aber sowas passiert ja tagtäglich deutschlandweit überall. Ja. Wie ist deine Einschätzung zu diesem Land? So, das ist doch alles Heuchlerei. Nein, ich weiß ganz ehrlich, wir müssen es im Prinzip, diese Scheiße läuft auf der ganzen Welt. Und das ist wirklich nicht exklusiv deutsch. Da müssen wir mal raus aus der Kiste, weil das stimmt nicht. Auf der ganzen Welt gibt es 15% von völlig
Irren, die den Menschen das Leben zur Hölle machen. Das ist in der Türkei nicht anders, das ist in Bolivien nicht anders, in Brasilien nicht anders. Brasilien ist ganz, der Bolsonaro ist, glaube ich, die gefährlichste Person der Welt momentan. Ja, wir hatten den orangen Pavian in den USA, weil das ist auch, also ich glaube, dass das, da können wir jetzt mit ruhigem Gewissen sagen, ist kein deutsches Phänomen, ist einfach ein Phänomen der Welt und ist natürlich, und jetzt müssen wir uns klar machen, ne? Also der großartige Anwalt Mehmet Daimargül hat ein Buch geschrieben, das heißt Das rechte Recht. Er untersucht also die rechten Strukturen innerhalb vom Justizsystem und er sagt, Rechte wirken auf den Staat stabilisierend. Deshalb werden sie oft eben sehr mit milden Urteilen durchgewunken. Man klappt auf den Finger, aber im Prinzip können sie Waffen klauen bei der Bundeswehr und bei der Polizei und irgendwie Scheiße bauen. Aber was heißt denn, die wirken auf den Staat stabilisierend? Das verstehe ich. Ja, man darf ja nicht vergessen, wir sind ja immer noch ein Nationalstaat und wenn man jetzt irgendwie supranational unterwegs ist, findet der Staat im Prinzip, so war es im Buch beschrieben, erstmal stabilisierend. Er wird ja nicht angegriffen. Und das Schwierige daran ist, dass ja die meisten denken, naja, und ich glaube, das ist so ein Reflex, der passiert auch überall. Naja, gut, die greifen jetzt die Ausländer an und die Bild hat ja schon erzählt, wie schlimm Ausländer sind. Da gibt es ja auch bestimmten Grund, warum man das macht. Und du als Deutscher fühlst dich erstmal gar nicht im Visier. Weit gefehlt. Und die Geschichte kennen wir. Dass das ganz schnell umschlägt und dann seid ihr ja alle im Visier. Und das ist ein Grund, warum ich sage, da müssen wir irgendwie generell zusammenhalten. Was ich noch nicht verstanden habe. Moment, komm mal, zusammenhalten. Ja. Okay, ja. Was ich noch nicht verstanden habe, ist, warum du jetzt speziell so angefeindet worden bist. Was hast du denn gemacht, dass Hass auf dich ausgeschüttet wurde? Naja, ich möchte einfach nicht, dass ein Nazi hier so einfach chillen kann. Ja, aber du musst ja irgendwas gemacht haben. Ja, möchte ich nicht. Das ist wunderbar. Da sind wir alle einer Meinung. Eine Meinung. Aber du musst ja irgendwas gemacht haben. Erzähl, was du gemacht hast. Ich habe mich ganz stark eingesetzt und ausgesprochen. Also ob das die AfD ist, die einfach, es war ja ein kompletter Schock. Ich glaube, für fast alle war das ein einfach unfassbarer Schock, wie das möglich sein kann. Dass die im Bundestag gewählt worden sind. Alter, was ist denn bitte? Ja, weiß man auch nicht so genau, ja. Ich so. Und niemand möchte neben denen sitzen momentan. Genau. Und das war natürlich eine Sache und ich habe natürlich auch Videos gemacht und habe mich dagegen ausgesprochen. Es gab eine Anwältin, Seda Bascha Yildiz, da kam das von der Polizei schon. Die Polizei hatte also irgendwie einen Fax geschickt, soweit ich mich noch an die Geschichte erinnern kann, ist Jahre her. Da haben sie dann auch geschrieben, irgendwie, wir knallen dich ab und deine Tochter schlachten wir. Das hat mich so fertig gemacht. Also, weil ja, guck mal, ich bin Kanake, okay, Kreuzberg, okay, ich mache alles Mögliche falsch, bitteschön. Aber sie hat alles richtig gemacht. Hier wird immer ständig von Integration gequatscht und da ist jetzt eine, wo man sagen kann, Dicker, mehr Integration geht nicht. Sie hat alles gemacht, sie hat Deutsch gelernt, sie hat dein Rechtssystem geliebt, sie, weißt du, alles. Und die bedrohst du auch? Also es ist ja auch ein Signal für alle anderen, die sagen, warum soll ich dann, warum denn? Warum denn? Guck doch mal die Integrierten, wie die gejagt werden. Warum? Warum soll ich, bleibe hier in Dresdner Straße, haltet alle eure Fresse. So, es ist einfach kontraproduktiv. Wie gehst du damit um? Also ich würde mich zu Hause verkriechen, ich würde heulen, ich hätte Angst. Ja, aber ich bin Kanake, ich werd sauer. Okay. Es ist so. Es ist wirklich so. Ist das so, ja? Ja, ich werd wütend. Okay, ich bin Werd sauer, ich sitze zu Hause und ich ficke dein Leben, wenn ich dich finde, deine Mutter, dein Vater, bis in die 17. Generation. Verstehst du, was ich meine? Ich kann nicht anders. Ist in mir drinne. Ist in mir drinne. Also, ich sage jetzt mal einfach ganz nonchalant, wir kommen ja alle drei und die meisten von euch wahrscheinlich auch so aus einer Ecke, Minderheiten, bla, so. Ja. So stark, wie wir manchmal daherkommen und wie oft uns das wirklich an der geschminkten Fresse vorbeirutscht, das hinterlässt trotzdem manchmal innerlich... Voll. Ja, klar, krass, natürlich. Hast du manchmal so Situationen, wo du zu Hause wirklich so den richtigen Storno-Abschiss erlebst, wo du heulend irgendwie dort sitzt und denkst, warum werden die alle immer dümmer anstatt schlauer? Ja. Die ganze Aufklärungsarbeit, die passiert, den Leuten zu zeigen, AusländerInnen oder Menschen mit Migrationshintergrund sind auch nur ganz normale Menschen und die bauen auch genauso scheiße wie alle anderen auch, aber es sind auch nur ganz normale. Und dann passiert trotzdem weiterhin sowas. Mhm. Wie gehst du damit um, wenn dich praktisch deine Gefühlswelt über den Haufen rennt?
Also ich bin schon jemand, der auch viel heult. So ist es nicht. Ich bin also immer zwischen sauer und heulen. Und das ist natürlich werde ich auch getriggert. Ne? Dann sagt jemand was und dann merke ich, ich habe eine überproportionale Reaktion darauf, weil es eben doch nicht so. Also die Wut ist ja auch nur ein Schutz, um erstmal. Aber dahinter steckt Traurigkeit. Natürlich ist es traurig. Weißt du, hinter Wut steckt immer Trauer, egal welche Wut. Wie gehe ich damit um? Ich versuche mich zu trösten, so gut wie ich kann. Ist natürlich auch ein Anlass zur Selbstliebe. Das heißt, ich versuche dann zu sagen, gut, okay, was muss ich jetzt machen? Aha, ich bin traurig, was mache ich mit der kleinen Idel? Ich setze sie hin, ich mache ihr einen Kakao mit Berliner Luft. Und und versuche eben in die Selbstliebe zu gehen und das als Anlass zu nehmen. Ne? Weil es gibt ja, also wenn es das nicht ist, dann wieder irgendwas. Und eins muss man auch sagen, ich glaube, das geht ganz vielen Aktivisten so. Irgendwann brennst du aus, du brennst aus. Weil irgendwann kannst du nicht mehr zum 100. Mal erklären, was du schon 8 Millionen Mal erklärt hast. Du denkst, du fängst jedes Mal von null an. Und das ist so ein bisschen etwas, was, wo man ab, da muss man einen Punkt finden, wo man sich auch rauszieht und sagt, gut, ich habe jetzt gemacht, Staffellauf, nächste hier Staffel geht weiter, macht ihr. Ja, ich habe meinen Teil erfüllt. Aber du hältst das auch nicht, also wer das über 20, 30 Jahre, ich verneige mich. Wer das schafft, also der muss so ignorant sein in einer so guten Art und Weise, ich schaff das nicht. Meinst du aber nicht das, weil ich habe manchmal das Gefühl, weil also gerade diese Grabenkämpfe, dieses Extreme, das Gefühl ist, dass es immer schlimmer wird, so. Aber ich glaube, vielleicht bekommen halt auch die extremen Menschen viel, viel mehr Stimme in den Medien und auf Social Media. Und das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Wir nehmen das nur so wahr, weißt naja, du? Naja, weißt du, das Ding ist ja, man spielt ja schon auch. Ne? Also wir haben echt ein ganz großes Problem mit medialer Aufarbeitung, die nach Clickbait geht. Das heißt, Clickbait, je reißerischer, desto mehr Klicks. Und was macht, was ist noch reißerischer, als den Leuten Angst zu machen oder sie wütend zu machen? Ne? Also da haben wir schon ein bisschen auch ein Haltungsproblem, muss ich sagen. Also du kannst ja nicht auf der einen Seite irgendwie Grundgesetz machen, Artikel 3 Absatz 3, jeder Mensch ist ungeachtet seiner Herkunft, seiner Sexualität, seiner Sprache, seiner Dings, seiner Bums irgendwie gleichwertig und dann hast du aber eine hauptmediale Aufarbeitung, wo das immer wieder geschürt wird und das perfide ist ja, dass es tatsächlich die einen sagen, am gleichen Tag noch am besten, oh das ist ganz schlimm, wir dürfen keinen Rassismus haben, nächste Schlagzeile ist hart rassistisch. Also ne, dann denkst du dir auch, sag mal, bin ich irre oder sind irgendwie konnten wir uns nicht einigen? Wissen die Leute, was das Grundgesetz ist? Hab ich da irgendwas überlesen? Oder und das, ich glaube. Und ich meine, man kann das auch beobachten. Ne? Also ich habe letztens Ben & Jerry Eis gegessen und da war Colin Kaepernick drauf mit I Know My Rights. Also diese super emotionalisierte... Was war da drauf? Was konnte... Kaepernick, kennst du den noch mit Kneel Down, der aus der NFL geflogen ist, nee. Weil er gesagt hat, ja! Black Lives Matter und dann ist der raus, alle haben ihn angeschrien, alle haben gesagt, ja. Du bist ein Hurensohn, okay. Alle haben das gesagt. Aber dann hat Nike ihn Fame gemacht. Hat das was mit Sport zu tun? Sport, NFL. Okay. Dass du NFL nicht kennst, bei den engen Rufen. Das ist Football oder National Baseball? National Football League. Football. NBL. Ja, nee, also nee. Ich gucke nur Turmspringen. ganz schnell einen Sekt trinken, finde ich. Ja, gut, okay. Ja. Also, was ich eigentlich sagen wollte damit ist, wir müssen ein bisschen gucken, wird Haltung irgendwie zum Werbemaschinerie? Ist das denn nur noch Werbung und unterminiert es nicht eigentlich alles? Also hüllt es nicht eigentlich unsere grundsätzliche Schönheit des Menschen? Also, pass auf, Idee. Ja. Erstmal, ja? Ich muss wirklich sagen, ich habe das ja medial mitbekommen, was hier passiert ist mit diesen Morddrohungen, ja. Was ich wirklich extrem finde. Und ich habe wirklich mit dir mitgefühlt und ich hatte also an deiner Stelle hätte ich Angst gehabt, wirklich. Und du hast das aber irgendwie weggesteckt, so. Also erstmal ja. Hut ab dafür. So, Dankeschön, ja. Vielen Dank. Verdammt nochmal. Ich meine, das ist eine Comedian. Ja. Die macht nur Comedy. Comedy und ein bisschen pieksen. Und die wollen die töten, verdammt nochmal. Was soll denn sowas? Also bei meiner Mutter bin ich sauer geworden. Oder ja, weißt du, was ist denn los, bitte? Ja. Ja? Und also Hut ab dafür. Aber es kann uns halt alle irgendwie treffen. Sobald wir uns irgendwie für etwas einsetzen, von dem wir glauben, dass es selbstverständlich ist, Menschlichkeit, kann das tatsächlich passieren. Und natürlich hast du dann das Gefühl, Dicker, was ist das für eine Welt? Ne? Also das kann ja
irgendwie nicht sein. Und ich glaube, das geht gerade Menschen, die so marginalisiert werden, egal in welche Richtung. Deshalb bin ich auch nicht für die Hetze, die jetzt gerade ist. Ne? Also mir blutet das Herz. Also gut, gibt immer irgendwie ein bisschen Irre und klar, aber man kann auch irgendwie eine Lösung finden, ohne irgendwie zu sagen, oh, gute Menschen, schlechte Menschen. Was jetzt gerade in dem Land passiert, ist nicht richtig. Das ist nicht gut und ich spreche mich dagegen aus. Ich finde das nicht gut, weil heute ist es der Impfverweigerer, morgen bist du das, übermorgen bin ich das. Also das kann nicht sein. Nee, ehrlich, da müssen wir jetzt mal ein bisschen was lernen. Was lernen ist ein guter Punkt. Wenn du jetzt an die Zukunft denkst, was wünscht ihr nicht nur vom deutschen Staat, würde ich sagen, sondern eventuell weltweit, was die Gesellschaft angeht. Sag dir ganz genau. Diskriminierung oder Rassismus. Ich sag dir ganz genau, es fängt wirklich bei dir selber an. Dieser Akt, irgendwie zu sagen, ich muss in die Selbstliebe kommen und ich muss erstmal mich lieben und bevor ich irgendwie jemand anderen lieben kann, ist die Essenz von allem. Wenn du in dieser Welt leben willst, brauchst du schon irgendwie die Einstellung, meiner Meinung nach, zu sagen, okay, ich liebe mich erstmal. Aber das musst du erstmal lernen. Und ich finde mich toll. Ganz und je mehr du dich toll findest, desto weniger findest du alle anderen Scheiße. Das ist halt so eine Kettenreaktion, weißt du? Aber das ist so einfach gesagt. Nee, man muss sich feiern. Ich hab gesagt, wenn ich an die Macht kommen würde, ich wäre Diktatur mit Liebe. Ich würde die Leute zwingen, Alter. Ich würde die zwingen, du liebst dich jetzt. Ist mir egal. Also ganz ehrlich, mein Schatz, dein Wort in allen Ehren. Ich meine, ich bin seit 5 Jahren, gehe ich zu einem Therapeuten, weil es mir schlecht ging. Und ich habe Selbsthass erlebt ohne Ende und musste erst in harten Therapiestunden lernen, mich selbst wieder zu lieben. So. Und ganz viele Menschen können das nicht lernen, weil sie halt gar nicht die Möglichkeit haben, das mit jemand anderem zu erarbeiten. Jurassica, ich glaube ganz ehrlich, weißt du, mir ist so aufgefallen, die Schöpfung nimmt immer nur die, die richtig gebrochen sind. Die nehmen nicht die mit dem silbernen Löffel. Das ist nicht das, was die Schöpfung macht. Die Schöpfung kommt, nimmt den, der am abgefucktesten ist, packt den auf den Podest und lässt den das, was du gelernt hast. Das kann man nicht im Schulbuch lernen. Das muss man erlebt haben. Und das fühlen die Menschen. Wenn du das erlebt hast und wenn du trotzdem auf der Bühne stehst, schön wie du bist. Und dann das und schlank, alles und schlank. Und schlank. Ja. Und das schwingt irgendwie immer mit. Das Unauthentische, ich habe jetzt ein Buch gelesen von Freud, funktioniert nicht. Sondern du musst durch die Kacke gegangen sein, damit du das irgendwie auch weitergehen kannst. Ja, ich wär auch gerne nicht durch die Kacke gegangen. Wär auch gerne reich und hast du nicht gesehen. Aber du gehst nicht durch die Kacke, also meine Liebe. Ja. Ich habe nur noch ganz viel Kacke in meinem Leben. Ja. Also alle, die durch die Kacke gehen, ein Hoch auf euch. Verstehst du, was ich meine? Das wird ein Hoch auf euch. Mein Schatz, vielen Dank, dass du da bist. Gide weiter! Dankeschön. Gide, vielen Dank. Ja. Bleib doch kurz bei uns sitzen. Okay. Du bleibst hier. Ja, Mom. Gide weiter! Dankeschön. Dankeschön, vielen Dank. Du hast wahrscheinlich gedacht, du hast jetzt überstanden, aber du musst unsere letzte Rubrik noch gemeinsam mit uns gestalten und du hast natürlich keine Ahnung, worum es geht. Nein. Die heißt nämlich Stars, Stars, Stars und Stars. Was ab? Ja gut, ist nur... ist unwichtig. Okay. Bei Stars, Stars, Stars und Stars nehmen wir, sehr verehrte Zusehende, Sie sehr gerne mit in die Glamour-Welt echter Stars. Und den Markus auch. Und Nadine. Und den Mann mit dem Bauch. Und ich weiß nicht, Melanie ist auch wieder da mit dem Penisabguss. Wir nehmen Sie sehr gerne mit, einfach in das hochwertige Leben hinterm Backstage-Vorhang, wo Sie nie hinkommen, weil Sie keine Weiberklamotten anziehen. Wir sind die Frau Ludewig des Begabetheaters dann in diesem Moment. Ja. Ja. Und okay, lass uns über Britney sprechen. Genau, also Britney Spears ist ja, ich weiß nicht, für uns alle wahrscheinlich eine Person, die uns unser ganzes Leben lang bereits begleitet hat. Alleine. Die ist mit uns durch Höhen, Tiefen und durch Glatze rasieren gegangen. Und Britney ist jetzt endlich befreit worden. Ja. Oder? Ich finde das ja... Ja. Wir besprechen jetzt Britney, okay. Ich finde es wirklich... Nee, machen wir nicht. Doch, machen Steht wir. Doch hier. Ja, ja. Gut. Ich finde es natürlich hochinteressant, weil ich meine, ich rede seit 20 Jahren über Britney, als ob die eine gute Freundin von mir ist. Weißt du, da sitzt man zu Hause am Moment, Moment, du darfst jetzt die Illusion nicht zerstören. Die ist total eng mit uns befreundet. Ja, du, ich schreibe ihr gleich nur WhatsApp, die kommt nächste Woche vorbei. aber nee, weil man redet über Britney Spears, als ob man die irgendwie kennt. So, ja, und da ging es ihr nicht gut und das muss man ihr nachsehen. Das ist natürlich völliger Unsinn, weil das ist eine völlig irreale Person, von der wir gar nichts wissen, außer das, was in der Touch steht. Nee, was wir wissen ist, dass sie zu Hause Bilder malt und auf
dem Balkon tanzt. Genau, das macht sehr sie sehr gerne. Alles. Aber sie hat jetzt nach 13 Jahren, hat sie endlich diese Vormundschaft ihres Vaters aufgeben können oder sich dagegen wehren können, was natürlich viel, viel wert ist. Ich habe das erste Video von Britney Spears auf Instagram gesehen. Auf dem Balkon mit dem Bild. Nee. Mit Schmetterlingen drauf. Nein. Sie hat getanzt. Nein. Nein. Hit me baby one more time. Nein. Ach so. Warum bist du besoffen jetzt? Ja, mittlerweile ja. Bist du dran schuld? Aber ich bin... Nee, die ist dran schuld. Ich bin dran schuld, natürlich. Ich merke gerade, ich kann so eine ganze Flasche Schnaps trinken und ich bin weniger besoffen als die Weinhaus. Das macht mir Sorge. Ich muss mit meinem Therapeuten sprechen darüber. So, also, und dann hat die ein Video gepostet, sowas wie von wegen, hey, girls, boys, I'm free again. Und er hat dann halt so gesagt, sie hat zum ersten Mal in ihrem Leben seit 13 Jahren Bargeld wieder in der Hand gehabt. Das erste Mal. Und sie hat sich zum ersten Mal in irgendeinem Walmart, hat die sich selber was gekauft. Ich weiß, was es war. Kerzen. Kerzen, ne? Die hat sich, und das hat sie ganz, ganz stolz in dieser Insta-Story erzählt, Dame. Sie hat sich Kerzen gekauft. Ja, ja. Und das war ein tolles Gefühl. Und da wurde mir erst das ganze Ausmaß bewusst, dass sie sich, eigentlich dran ist. Ne? Dass sie halt sich freut darüber, dass sie sich Kerzen kaufen kann. Ich meine, Edel hat sich vorhin auch gefreut, dass ich eine Kerze kaufen durfte, nicht? Ja, ja. Ja gut, ihr arbeitet bei Netto. Also ich meine, da muss auch mal, gucken. Netto hat ja zur Weihnachts- und zur Festzeit in der Non-Food-Abteilung auch immer regelmäßig wahnsinnig schöne Kerzen. Schöne Kerzen. Tolle aus Kerzen. Paraffin. Ja. Du kennst das, du füllst ja die Regale. Total, ja, total. Genau. Das ist Nein, aber das ist doch krass, oder? Ja. Dass sie sich, und dass sie das in der Insta-Story postet, dass sie sich eine Kerze gekauft hat. Und da war mir erst bewusst, dass sie halt wirklich krass arm dran war. Und ich war ja bei Britney Spears 2018 auf ihrem Konzert in der Mercedes-Benz Arena. Ja, Weinhaus, bitte. Ich meine, du erzählst auf der Bühne davon, dass du einen Rinnsal aus Pisse hinterlassen hast. Wer ist arm dran, Britney oder du? Ich auf jeden Fall. Ein Applaus für Jurassica Parker mit dem Rinnsal. Aber ich finde, es ist ein wichtiges Thema, darüber zu sprechen. Vielen Dank. Jetzt, wo man Geld hat, muss man mal darüber reden, wie sich die Menschen verändern dir gegenüber. Ja. Das ist nicht mehr wie früher, wo du arm warst und man mochte sich, man geht einen Kaffee trinken. Jetzt hat jeder irgendwie eine Absicht. Und ist das so? Ja, das ist schon, doch, das ist schon auch, muss also man auch sagen. Wann hat sich Fame, Mame, dies, das, das bringt auch das Schlechteste. Wann hat sich das bei dir verändert, dass du selber auch gemerkt hast, du hast jetzt Kohle und kannst dir Dinge leisten? Und wann ist das hat das angefangen, dass Menschen sich dir gegenüber anders verhalten? Also ich glaube schon, die Bekanntheit hat das sehr verändert. Ja? Ne? Also das mit der Bekanntheit, weil man voraussetzt, ich hätte Kohle. Also wer weiß denn bitte, das wissen wir doch alle, dass Menschen, die bekannt sind, in der Regel Schulden haben. Ich meine, die Britney hatte keinen einzigen Cent. Die Britney hatte keinen einzigen Cent. Die kann sie nicht mal eine Kerze kaufen, 13 Jahre. Aber jetzt kann sie. Ja gut, aber es waren andere Umstände. Ja, ich meine, das ist ihr Vater. Ja. Und ihr Vater, ich meine, wie eiskalt bist du? Dieses Mädchen ackert sich wie ein Showpferd kaputt in die Glatzerin. Verstehst du? Das ist doch... Und dann ihr eigener Vater, sie hat nichts davon. Ihre Kinder werden ihr weggenommen. Dieser David Featherbums-Dings. Kann nichts. Außer, weiß ich nicht, Stress machen. Kevin. So. Kevin also, Federlein, genau. Ja. Aber Kevin, das wollte ich ja sagen, weil ich war ja 2018 auf dem Konzert in der Mercedes-Benz Arena, weil ich wollte einmal in meinem Leben Britney Spears live sehen, weil die ist eine Ikone meiner Jugend. Also spätestens bei I'm a Slave for You war ich ihr verfallen. Mhm. Und der Song war ja eigentlich für Janet Jackson geschrieben. Und die wollte den nicht und Britney hat den genommen. Siehste. Gute Idee. So, und dann habe ich zwei Tickets gekauft. Du solltest mitkommen, du wolltest nicht. Ich war krank. Ja, genau. Mercedes-Benz Arena, 398 Euro habe ich für zwei Tickets bezahlt. Jetzt pass auf. Und dann war die Arena, also pass mal auf, hier ist die Bühne, hier ist die Arena. Ja. So, hier ist die Arena mit allen Sitzen und ich habe da ungefähr gesessen. Also ich musste so beim Sitzen so um die Bühne rumgucken, um irgendwas zu sehen für 398 Euro. Ja. Bin da halt irgendwie dann woanders hingegangen und man hat ihr angemerkt, die hat keinen Bock gehabt. Ja. Weil sie musste auftreten, aber die hatte keinen Bock. Ja. Es war halt eine
Playback-Transenshow. Ja. Einfach so, ne? Mhm. Ja. Und das fand ich tragisch. Und ich, ja. Also ich habe die Briten ja auch mal live sehen müssen, tatsächlich, auch bei der Circus-Tour 2009. Circus. Das war auch in der beschissenen O2-World. Und die O2-World ist riesengroß und sehr, wie heißt es jetzt? Mercedes-Benz Arena, ja. Also riesengroß, sehr teuer und hat den beschissensten Klang der ganzen Welt. So, und dann hatten wir auch Karten, die waren eigentlich außerhalb auf dem Parkplatz, so. Und der Vorteil war, das war so eine zentral gelegene Bühne mit so einem Steg bis zum Rand. Ja. Und zum Glück gab es halt obenrum tatsächlich so eine Art Kreisel aus Bildschirm. Das heißt, man hat sie auch aus sehr nah sehen können, selbst wenn man auf dem Parkplatz stand. Und du hast wirklich gesehen, die hatte Frau, die hat Tränkeleiser und zwar in der Müslischüssel zum Frühstück mit dem Löffel gegessen. Hatte keinen Bock. Da war sie damals dann auch noch so ein bisschen mopsig, musste aber ihre Kostüme von 2001 anziehen und ist halt wirklich, nee, tatsächlich, die ist über die Bühne gestackst, als hätte sie einen Stock im Arsch und immer würde zu Puppentheater machen. Ein armes, leidendes Mädchen. Ich bin in der Pause gegangen, weil ich es nicht ertragen konnte. Free Britney? Ja. Nicht? Gott, ja. Für 300, da rasse ich ja, nee, aber raus. Weil die das Leute kommen. Dave Chappelle kommt hierher, die zahlen 200 Euro für ein Ticket, aber komm nicht zu mir mit 20 Euro, Alter. Irgendwas mache ich für Dave Chappelle. Das will ich auch nicht so genau. Kennst du nicht Dave Chappelle? Wir fragen mal das Publikum. Dave Chappelle? Kennt jemand? Kennt das? Wie heißt? Dave Chappelle! Wer ist denn das? Das kennt keiner. Das ist so der ist schon krass, muss ich sagen. Wer warte ist mal, denn das? Das ist ein lustiger Junge. Wie heißt du denn? Surfer Manchmal. Junge. Lustiger Junge. Wer ist der Künstlerin, von dem wir gerade sprechen? Der Künstler, Dave Chappelle, einer der größten Komiker. Ja. Komiker? Oh. Ja. Das heißt, Stand-up-Comedies. Der ist lustig? Pur. Er ist schon sehr mit einer der besten. Ja. Hat einen großen Penis. Bestimmt. Gut. Wir hoffen. Ja. Lass uns über Markus noch mal kurz sprechen, ja, wenn es um große Penisse geht, Weinhaus. Guck mal, Nadine, geht schon mal. Markus, komm, rutsch mal. Ja, geil. Bin auch gespült. Markus, komm mal her. Komm, also, kennst du, wie heißt der? Dave Chappelle. Dave Chappelle. Schon mal gehört, ja? Nee. Der lügt doch. Ist dein Nein. Oh. Wo war denn jetzt die Hand? Ein Penis. Hast du den Penis angefasst? Der ist echt groß. Sehr fleischig. Ja. Darf ich auch mal? Nadine ist gerade auf dem Klo, komm schnell. Oder? Nee, aber kennst du Dave Chappelle? Was macht Schon der mal so? Gehört. Ist lustig. Ganz kurz nur. Oh ja, oh, sehr schön. Gut. Aber du findest Dave Chappelle auch sexy. Ja, es geht. Es ist sehr gut, dass Stand-up Comedian. Hast du ein Handy dabei? Komm, zeig mal, wie der aussieht. Dave Chappelle. Ja. Wir gucken. Komm mal hier, Jurassica. Wir gucken jetzt Dave Chappelle an und dann den Penis von Markus. Hat er gerade gesagt, in mein Ohr geflüstert. Der packt gleich aus. Ich hab doch gerade seinen Penis angefasst. Ja, dann also, aber von hier aus sieht der Markus aus wie Felix Lobrecht. Ja, das haben wir schon. Das haben wir schon. Habt ihr schon? Das haben wir alle schon. Das haben wir alle schon. Dankeschön. Ja, ich bin ja neu und so. Aber ich dachte auch. Ja, was ist? Du bist Feuerwehrmann. Wenn Berlin mal nicht mehr brennt, dann vertickst du einfach irgendwie diese scheiß Autogrammkarten und hast trotzdem überlebt. Ja. So, Dave Chappelle. Ja, ich finde das so faszinierend, dass wenn man ein Mann in Frauenkleidung ist, man darf einfach Penisse anfassen, ohne sich die beschweren, die Männer. So, das finde ich Wahnsinn. Ja. Vielen Dank dafür, dass ich deinen Penis anfassen durfte. Wollen wir vielleicht nochmal einen Sekt und einen Schnaps für Felix Lobrecht? Warte. Ja. Eine Durchsage an die Baupersonalitäten. Bitte noch zwei Sekt und zwei Wodken für den Markus mit dem sehr, 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 sehr großen Geschlechtsteil und seine Tinder-Freundin Stefan Nadine. Vielen Dank. Und da sind wir Schwulen so schlimm, ne? Ja. Ich merke mir jeden Männernamen, aber bei Frauen hört es immer auf, weil wir so wahnsinnig oberflächliche Scheiß-Schwule sind. Deswegen ne? sagst du zu mir auch regelmäßig Barbara, weil du dich einfach merken kannst, richtig, wie genau. Heißt. Wir kommen jetzt langsam zum Ende, weil. Ja. Nein! Es reicht auch. Na, Ilu, lass mir noch ein bisschen sitzen gehen. Ich habe keinen Bock, ich muss auch echt aufs Klo. Ich habe tatsächlich, ich zeig's euch mal. Ja. Jetzt habe ich's weggewischt. Ich hab so sehr geschwitzt unter dem Scheißfummel, dass er tatsächlich auf den Stuhl gepisst. Was? Jetzt ist es wieder weg, ich hab's aufgewischt, aber es war wirklich so platsch, aber ich hab so, wer bin hat ich denn, jetzt echt undicht geworden? Wer hat denn jetzt eigentlich ganz, wie viel Corona gesagt, Svenny? 72, dreimal. Wow. Das heißt, wir haben eine zweifelhafte Gewinnerin und ihr Name ist... Jessie Parker, einen großen Applaus bitte! Also, dann ziehe ich mich jetzt aus.
Wollen wir zusammen ausziehen? Kommen wir jetzt zusammen. Haben wir eine Musik dafür da? Um ne, wir singen. You can leave your head. Das gemacht. Da, 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 Der verehrte Damen und Herren, in Inklusivgeschlechter. Der Schlüpper ist auch von Netto. Das ist auch von Netto. Das ist die gleichen Farben. Ich dachte, wir machen noch weiter. Ja, bitte. Nee, also jetzt möchte ich. Hast du Kotzeimer verteilt, wenn du mehr ausziehst jetzt? Bitte was? Hast du Kotzeimer davor verteilt, wenn du dich mehr ausziehst? Aber auf OnlyFans könnt ihr es dann weiter anschauen. Ich aus dem Backstage dann noch live senden. Weinhaus, das war's dann jetzt schon. Warte, ich fühle mich gerade wahnsinnig nervös. Komm, ja, was soll ich machen? Wir gehen zum Bühnenrand. Ich aber mal ganz du kurz, jetzt auch aus, warte doch mal. Ja, aber das wäre schockierend. Ich hab da nicht viel zum Damen. Auch wenn ich mich ausziehe, bin ich immer noch angezogen. Verstehst du, das ist das. Sehr verehrte Damen, Herren und Geschlechter, das war die aktuelle Ausgabe von Paillette noch schlimmer, dem Lifestyle und Magazin von Jurassica Park und Jette Weinhaus. Wir bedanken uns von Herzen als allererstes bei unserem fantastischen Team vom BK-Theater. Ja. Melli Feld und Julia Fendelsart und die Intendant und natürlich dann das Barpersonal. Barpersonal und dann Lidl Dankeschön. Und an die wunderbare Jurassica Parker und die Beine. Oh, komm her, mein Schatz. Meine Dankeschön, dass ihr alle mit dabei wart und bis ganz bald. Frohe Weihnachten, guten Rutsch. Wir sehen uns nächstes Jahr wahrscheinlich im Lockdown. Hoffentlich irgendwann ohne Lockdown wieder. Wir wissen es nicht genau. Von daher vielleicht war es die letzte Show ohne Lockdown hier im BK-Theater. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Wir warten die Ministerpräsidentenkonferenz ab. Bleiben Sie uns treu und haben Sie wahnsinnig viel Sex, denn Sex macht gesund und glücklich. So ist es. Beide. Bye. Wir müssen uns jetzt müssen das Bild zerren. Ne? Ja. Warte mal.